12. Juni, 15.23 Uhr, Den Haag, Hauptquartier der IOIPP, Abteilung Datenerfassung und Analyse. Hi. Hey, Trevor. Ah, wieder da. Na, wie war's in der Abrechnungsstelle? Haha, sehr witzig. Na, wie wohl? Genau so, wie man es sich vorstellt. Tja, als Assistent der Chefin gehört das nun eben auch zu deinen Jobs. Ach, beschwer dich nicht. Immerhin bekommst du 1,50 Euro die Stunde mehr. Halt die Klappe, Sergio. Es ist nicht witzig. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie das passieren konnte. All unsere Abrechnungen gehen über die... Hi, Sergio. Hi. Hi. Hi, Milena. Immer schön Männchen machen, Trevor. Also ich hab da so eine kleine Idee, wie dir sowas passieren konnte. Ist was? Nein. Alles klar. Passt schon. Mensch, komm schon. Halt die Klappe, Sergio. Du weißt, dass ich... Ja, ich weiß, dass du Milena ganz schön oft hinterher siehst. Hinterher, also auf den Arm. Hör jetzt bitte auf. Mir ist so überhaupt nicht nach herumalbern. Ich muss jetzt zur Chefin. Und vielleicht kann ich mir dann morgen schon einen neuen Job suchen. Gibt es noch irgendwas Ungewöhnliches? Irgendwas, das ich gleich noch in den Wochenbericht packen kann? Der ist nämlich auch noch fällig. Verdammt. Etwas Ungewöhnliches. Und ich dachte, dir ist nicht nach herumalbern. Was ist hier nicht ungewöhnlich, ja? Hier ist doch alles irgendwie durchgeknallt, oder? Paranormale Phänomene. Das ist Parapol. Also, nur falls du es vergessen hast, was ich nicht hoffe. Wir arbeiten hier bei der IOIPP. Also, ungewöhnliche Dinge, Du weißt doch, was ich meine, oder? Ja. Wir haben hier 4 weitere Meldungen über diesen Brummton bei diesem einen Berg in Bulgarien. Dann eine Meldung über einen Diebstahl in Irland. Lustige Geschichte. Eine Frau behauptet, sie sei ausgeraubt worden, und zwar von ihrem Mann, der... Ist aber schon seit Jahren tot, nicht wahr? Nein. Seit 4 Monaten. Naja, dann kam noch eine Meldung aus Schweden rein. Ein paar Touristen haben Trolle gesehen. Mensch, und ich meine etwas Nennenswertes. Na gut, der brummende Berg ist schon. Also immerhin haben wir da schon 16 Meldungen. Die Beamten vor Ort meinten bisher nur, dass das Brummen bestimmt aufhört, wenn die Leute dort nicht mehr diesen selbstgebrannten Fusel trinken, aber... Ach, du weißt, was ich meine. Okay. Mann, du bist doch schon so schlecht drauf. Na gut. Warte. Hier, noch eine Bestätigungsanfrage aus der Abrechnungsstelle. Die kannten das Kürzel nicht und haben deswegen... Verdammt, noch eine? Das kann doch nicht... Ah, doch. Die hier ist jetzt für eine Budgetaufstellung. Du kannst sie dir... Über wen ging die raus? Sorry, Trevor, aber die gehen doch zuletzt alle über deinen Schreibtisch, bevor... Den Rechner. Die interne IP. Warte. Okay. Hier ist es. Okay. Das ist oben, oder? Denke schon. Was ging da noch so raus? Lass mich mal. Hey, was soll... Na gut. Das... Ist das... Okay. Das ist eine Autorisierungsanfrage. Warte mal. Ja, was soll ich denn sonst? Deutschland. Wieso? Wieso ist die nicht...
doch noch vor. Druck mir das aus. Das muss zur Frau Doktor. Ja, klar. Scheiße. Was Ernstes? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Der Europäischen Agentur für paranormale Aktivitäten in Den Haag stellen die Behörden der Beitrittsstaaten Abteilungen zur Verfügung, deren Schwerpunkt die Aufklärung und Katalogisierung wissenschaftlicher Grenzfälle darstellt. Für Struktur und Bindung an die paneuropäische Organisation sind die jeweiligen Mitgliedstaaten selbstständig verantwortlich. Durch den Einsatzbereich mit unerklärlichen Phänomenen, Grenzwissenschaften und paranormalen Aktivitäten unterliegen die Fälle der sogenannten Parapol verschiedenen Geheimhaltungsstufen, um die Öffentlichkeit weder zu beunruhigen noch die Ermittlungsbehörden zu diskreditieren. Der folgende Fall wurde für die Veröffentlichung bestimmt. Juni, 23.55 Uhr, München, Deutschland. Warum fühle ich mich so leer, so traurig und voller Angst? Nach 2 Wochen. Ich bin doch eben noch mit Männern unterwegs gewesen, die diesen Irrsinn seit Jahren. Wie schwach bin ich? Nach 2 Wochen fühle ich mich dem Wahnsinn nahe. Dass ich schreiben muss, steht außer Frage. Doch antworten werde ich auf keine Frage können. Ich fühle mich, als stünde ich mit dem Rücken an einem strahlenden Abgrund und halte unzählige Fäden in der Hand, von denen mich ein jeder zu einer Antwort führen könnte. Doch die Fäden verlieren sich in einer rumorenden Finsternis, die so tief ist, dass sie selbst das blendende Leuchten, das hinter mir hervorstrahlt, nicht ergründen kann. Und ich bin zu feige, einfach loszugehen. Am 12. Juni morgens um 8.30 Uhr bekam ich jenen Anruf, in dem mir das Angebot gemacht wurde, einen speziellen Artikel zu verfassen. Ich sollte mich mittags mit einem führenden Mitarbeiter des Brannert Pressepool zum Essen treffen, um das Angebot zu besprechen. Dieser Mann stellte sich mir als Albin Kreuz vor, Partner von Karl Gustav Friedrichs, dem Mann beim WPP, mit dem ich normalerweise meine Arrangements treffe. Albin Kreuz, kräftig, graumeliertes Haar, glatte Haut und ein gewinnendes Lächeln. Der nette Onkel, der einem immer mal wieder ein wenig Geld zuschob. Freundliche, hellblaue Augen mit dem neugierigen Funkeln der Jugend verwischten meine Versuche, sein Alter genauer einzuschätzen. Und eine Stimme, so ruhig und bedächtig, zunächst jedenfalls, dass man davon fast in eine Art vertrauensvollen Schlummer getragen wurde. Somit glitt ich, ohne mich groß zu wehren, durch diese Türe, die er geöffnet hatte, ließ mich hindurchlocken und hin zu diesem Sonnenuntergang führen, dem jene morgenlose Finsternis folgen sollte. Dieser Auftrag sollte für mich als freien Journalisten meinen beruflichen Aufstieg bedeuten. Dass der Schritt über die Schwelle jenes kleinen uralten Wirtshauses im alten Teil von Giesing gleichzeitig der Schritt aus meiner bisherigen Wirklichkeit sein sollte, kam mir nicht einmal ansatzweise in den Sinn.
Wir arbeiten jetzt schon ein Weilchen zusammen, Herr König. Also wollen wir vom BPP Ihnen ein Angebot unterbreiten. Etwas, das sich gut in Ihrem Portfolio machen würde. Was sagen Sie? Sie wollten doch Ihr Ressort erweitern. Weg von Lifestyle-Berichten und dem ganzen Klatsch und Tratsch. Zumindest ist uns eine gewisse Unzufriedenheit nicht entgangen. Unzufriedenheit? Nicht entgangen? Ja, natürlich. Das klingt interessant. Aber wie meinten Sie das mit der... Mit der Unzufriedenheit? Sie wissen doch, wie das ist. In dieser Branche wandert jede Information in Windeseile. Immerhin ist das unser Geschäft. Und Ihre Feder war recht spitz in letzter Zeit. Aber denken Sie sich nichts. Das ist gut. So haben Sie wenigstens den nötigen Elan. Und ein kritischer Blick ist bei dieser Angelegenheit bestimmt von Nutzen. Nun ja, um was geht es denn? Politik, Europa. Ein wenig investigativ, sehr ungewöhnlicher Einsatzort. Und der wäre? Wir könnten Ihnen die außergewöhnliche Möglichkeit bieten, über eine paneuropäische Behörde zu berichten, von deren Existenz die Öffentlichkeit, obwohl sie mit ihren Steuergeldern finanziert, so gut wie gar nichts weiß. Eine Behörde mit recht, und ja, zweifelhaftem Einsatzgebiet. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf zu erfahren, was mit ihrem Geld geschieht und gegebenenfalls den Nutzen anzuzweifeln. Auch die Geheimniskrämerei, die hier betrieben wird, ist äußerst fragwürdig. Besonders, wenn es sich um solch einen bizarren... Naja. Jetzt machen Sie es aber besonders spannend. Was sagen Sie dazu? Klingt ausgesprochen reizvoll. Aber eine geheime Behörde? Das dürfte nicht leicht... Ist alles schon geregelt. Wir können Ihnen noch heute ein Informationspaket zukommen lassen. Mitsamt den erforderlichen Berechtigungen, die Sie für die Recherche benötigen. Honoraranspesen werden natürlich hochgestuft. Etwas von gesellschaftlicher Bedeutung. Ich finde das sehr interessant. Schön, das freut mich. Sehen Sie es als große Chance. Seien Sie kritisch. Verstehen Sie? Diese Behörde kostet eine Menge Geld, das anderswo vielleicht besser aufgehoben wäre. Viele denken das. Lassen Sie uns wissen, was damit passiert. Im Interesse des Volkes. Verstehen Sie? Darf ich fragen, warum das keiner der alten Hasen macht? Zum einen, da will ich Ihnen nichts vorgaukeln, sind viele einfach ausgelastet wegen des Wirtschaftsgipfels übernächste Woche und anderen globaleren Themen, wenn Sie so wollen. Und zum anderen müssen wir ja auch hier und da für neue alte Hasen sorgen. Neue Talente fördern sozusagen. Es ehrt mich, dass Sie hierzu an mich gedacht haben. Nur um offen zu sein, sind meine Erfahrungen auf diesem Gebiet nicht gerade... Nun... Vertrauen Sie unserem Urteilsvermögen. Wir machen das ja nicht erst seit gestern. Dennoch muss ich Sie bitten, sich hier und jetzt zu entscheiden, da uns diese Sache doch am Herzen liegt und wir sie zeitnah erledigt haben wollen. Anfang Juli sollte das Material zur Veröffentlichung bereitstehen. Bereits am Montag soll es losgehen. Sehr kurzfristig, ja, aber wir müssen Geld verdienen. Deshalb können Sie sich jetzt nicht entscheiden, während wir uns umgehend an eine Ihrer Kolleginnen wenden. Sie sind nicht unser einziger Aufrückkandidat. Aufrückkandidat? Eine Kollegin? Ja, eine junge, aufstrebende Journalistin. Ebenso wie Sie ist sie ausgesprochen motiviert und fürchtet sich nicht davor, sich auch einmal die Finger schmutzig zu machen. Sie kennen sie, eine Person mit Kampfgeist. Nun ja, ich kenne viele Journalistinnen. Kampfgeist? Sie werden schon wissen, was... Sie weiß letzten Endes jedenfalls sehr gut, was einer Karriere dienlich ist und was nicht. Kampfgeist, ja, aber vernünftig. Vernünftig ist sie. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was das mit mir und dem Angebot zu tun haben soll. Es ist nur dieser Zufall, oder nennen Sie es von mir aus Synchronizität, dass unsere beiden Top-Kandidaten für diese Story eine gemeinsame Story teilen. Das bringt ein wenig Pep in die Sache. Die hätte uns allen beinahe einen Mordstrubel eingebracht. Die Konkurrenz hätte uns zerfleischt. Naja, versucht hätten sie es zumindest. Hat erst getobt, ihre Kollegin, wie eine Walküre. Eine verdammt hübsche Walküre. Aber das wissen Sie ja. Ich frage mich heute noch, wie sie von den Überwachungsbändern erfahren hat. Überwachungsbänder? Weil die Seiler Marina. Ah, ist der Groschen nun gefallen? Journalistenparty zu Halloween letztes Jahr. Na, Sie müssen nicht gleich hyperventilieren. Wie gesagt, konnten wir die Frau Seiler überzeugen, dass niemand dadurch geholfen ist, wenn man solche Sachen überbewertet. Wir sind doch erwachsene Menschen. Den Bändern sieht das Ganze sowieso ziemlich einvernehmlich aus. Kein Problem also. Wir konnten das vernünftig regeln. Ich,
Ich... Und Sie haben gar nichts davon mitbekommen. Sehen Sie. Überwachungsbänder? Ja, wo sind denn heutzutage schon keine Kameras? Ich bitte Sie. Ich glaube... Machen Sie sich darüber jetzt keine Sorgen. Ich sagte es schon. Wir konnten das vernünftig regeln. Kommen wir nun bitte wieder zu unserem eigentlichen Anliegen. Sind Sie unser Mann? Ja doch. Nur interessiert es mich immer noch, wie Sie das mit den Genehmigungen... König, der Begriff Quellenschutz ist Ihnen schon geläufig. Sind Sie interessiert, so sagen Sie zu. Wenn nicht, stehlen Sie bitte nicht meine Zeit. Ja oder nein? Gut. Ja, ich mach das. Prima, eine gute Entscheidung. Lassen wir uns darauf anstoßen. Zum Wohle. Zum Wohl. Wir erwarten genug Material, um die ganze Bandbreite an Zeitungen abzufüttern. Vom Schmierblatt bis zum eurokritischen intellektuellen Blatt. Bringen Sie uns Material. Sammeln Sie, wühlen Sie, wenn nötig. Machen Sie einen guten Job. Ja, sicher doch. Bald wird Sie dieser Promi-Quatsch nicht mehr berühren. Und über unbezahlte Rechnungen müssen Sie sich dann auch nicht mehr den Kopf zerbrechen. Wenn Sie es sagen. Apropos Rechnung. Das hier geht natürlich auf mich. Ich selbst esse ja kein Fleisch. Aber der Krustenbraten hier soll ja ein geradezu sündhafter Genuss sein. Wirklich? Aber ja doch. Bestellen Sie. Sie müssen ohnehin schon hungrig sein. Ich weiß, hier sieht es nicht unbedingt nach herrlicher Küche aus. Aber naja, Sie wissen ja, wie das ist mit dem Buch und dem Umschlag. Natürlich. Genau. So etwas wie das hier gibt es nicht mehr oft. Und bald wird auch dieser Ort Geschichte sein. Welch ein Jammer. Wirklich ein Jammer. Irgendwie. Nun, die Erde dreht sich weiter und... Oh, entschuldigen Sie mich. Machen Sie nur. Was war denn, wo habe ich denn... Ah, ja. So. Ja, Kurznachricht empfangen. So, nun. Herr König, leider muss ich Sie alleine lassen. Nehmen Sie mir es nicht übel. Die Pflicht ruft. Entschuldigen Sie. Ja, dann... Heute Nachmittag wird mein persönlicher Kurier jenes Datenpaket und die ganzen Genehmigungen bei Ihnen vorbeibringen. Mehr als da drin steht, gibt es für den normalen Bürger kaum zu erfahren. Die Hausaufgaben sind also gemacht. Lernen Sie noch ein wenig und legen Sie los. Wenn es etwas Bedeutendes gibt oder Probleme auftauchen sollten, haben Sie ja meine Nummer. Jawohl. Oh, noch etwas sehr Wichtiges. Bis das bei uns auf dem Tisch liegt, ist die Sache nun top secret. Verstehen Sie? Das ist kein Witz. Wir müssen da mit Fingerspitzengefühl rangehen. Das heißt, kein Wort darüber verlieren. Zu niemandem. Keine Freunde und schon gar keine Kollegen. Und falls Sie dazu neigen, im Schlaf zu sprechen, naja, keine Übernachtungsgäste die nächsten 2 bis 3 Wochen. Bitte. Alles klar. Sind Sie jetzt keine Presseagentur mehr, sondern ein Geheimdienst? Das war kein Witz, König. Versauen Sie sich das nicht. Halten Sie diese Kerle auf Trab. Verbringen Sie so viel Zeit wie möglich mit ihnen und bringen Sie sie dazu zu reden. Sie sollen sie dazu bringen, die Hosen runterzulassen. Haben wir uns verstanden? Ja, doch. Fein. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in neue, ertragreichere Gewässer. Danke. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut, König. Machen Sie es gut. Am Nachmittag klingelte es, und als ich öffnete, stand ich einem Mann gegenüber, der aussah wie der Türsteher einer Russendisco. Sind Sie Herr König? Ja, der bin ich. Können Sie sich der sich aber als jener Kurier herausstellte, der mir mein Infopaket zukommen lassen sollte. Er gab mir das schmale Kuvert und eine Visitenkarte. Quittieren Sie bitte den Empfang. Sicher, Moment. Dann verschwand er wieder, ohne sich zu verabschieden. Die Visitenkarte war von Kreuz. Die haben Sie vergessen, stand darauf. Dann noch sein Name und eine Handynummer. Ich leerte das Kuvert auf meinem Küchentisch aus. Neben einer Chipkarte mit meinem Foto, meinen persönlichen Daten, einem Haufen Zahlen und einem EU-Symbol, um das die Buchstaben EOIPP arrangiert waren. European Institution for the Investigation of... Was zum... einer ähnlich aussehenden Ansteckkarte, auf der zusätzlich noch das Wort Visitor
und zwei dicke rote A's gedruckt waren, enthielt das Kuvert noch ein paar schlechte Kopien, auf denen weite Passagen geschwärzt waren, sehr kurze Steckbriefe der Beamten, die ich wohl in Kürze begleiten sollte, eine weitere schlechte Kopie, diesmal die irgendeiner Budgetaufstellung, in der eine Zeile mit Textmarke hervorgehoben war. In dieser Zeile stand in Klammern Forensic SE 13XPP GIS, daneben ein weiterer Zahlenschlüssel. Der Bereich mit den Beträgen war allerdings ebenfalls geschwärzt. Nach dem, was ich mir auf die Schnelle aus dem bisschen Material herauslesen konnte, handelte es sich bei dieser dubiosen Institution doch tatsächlich um eine Art Polizeibehörde, die in Fällen mit paranormalem Hintergrund ermittelt. In Fällen paranormaler Phänomene. Ich konnte es nicht fassen. Na wunderbar. Das soll doch wohl ein scheiß Witz sein. Ich griff zum Telefon und wählte die Nummer auf der Visitenkarte. Nichts. The person you have called is temporarily not available. Ich versuchte es 5 oder 6 Mal, dann wählte ich Friedrichs Nummer. Pranat Pressepool, Büro von Karl Gustav Friedrichs. Mein Name ist Sabrina Gralitz. Was kann ich für Sie tun? Hallo, hier ist Stefan König. Ich hätte gern Herrn Friedrichs gesprochen. Das tut mir leid, Herr König. Herr Friedrichs ist bis einschließlich 20. Juni im Urlaub. Ich werde Ihr Anliegen aber gerne notieren. Nein, nicht nötig. Aber hören Sie, könnten Sie mir bitte die Durchwahlnummer von Herrn Alben Kreuz geben? Ich erwartete schon fast, sie würde mir jetzt gleich erzählen, bei Ihnen gäbe es keinen Alben Kreuz. Doch nach wenigen Augenblicken nannte sie mir eine Nummer. Die Nummer lautet... Ich bedankte mich und legte auf. Doch auch unter dieser Nummer hatte ich kein Glück. Nach endlosem Läuten sprang lediglich ein Faxgerät an und krächzte mir ins Ohr. Ich schmiss die Dokumente auf meinen Schreibtisch und beschloss, morgen nochmal einen Blick darauf zu werfen. Dann ging ich aus dem Haus und stieg in mein Auto. Zwei Stunden herum, bis ich die Straße gefunden hatte. Ich stellte den Wagen etwas entfernt von dem großen, modernen Mehrfamilienhaus ab und wartete. Ich war nur einmal hier gewesen und das war nun auch schon fast ein Jahr her. Ich wartete und kam mir schon wie ein Idiot vor, als ich sah, dass es bereits weit nach Mitternacht war. Da hielt auf einmal ein Taxi vor dem Haus. Sie sah nicht unglücklich aus. Nicht wie das Opfer einer. Wenn Sie meinen, dann nehme ich. Sie scherzte kurz mit dem Taxifahrer herum. Na gut. Ich wünsche Ihnen auch noch eine schöne Nacht. Viel Trinkgeld und so nette Gäste wie. Und ging dann lächelnd ins Haus. Auf Wiedersehen. Einvernehmlich. Wir konnten das vernünftig regeln. Die Worte von Kreuz klangen nun wie eine Absolution. Wir sind doch erwachsene Menschen. Was ist es, das uns beide verbindet? Diese dumme Frage. Eine gemeinsame Story? Ich konnte hier keine erkennen. Wie auch. Was habe ich mir nur gedacht? Scheiß drauf. Es ist der 15. Juni, 9 Uhr morgens. Ich stehe hier vor dem Gebäude, in dem angeblich das Büro der Geisterjäger der Europäischen Union... Das Wochenende über nahm ich mir das bisschen Informationsmaterial noch einmal vor und pickte heraus, was es eben herauszupicken gab. Von
Von Geistern, UFOs und Ähnlichem war dort die Rede. So dachte ich immer noch an einen merkwürdigen Streich, der mir hier gespielt wurde. Trotzdem stand ich an jenem Morgen pünktlich auf die Minute vor einem schmuddelig wirkenden, charakterlosen Amtsgebäude. Ein Betonbau, der zwischen nicht weniger charakterlosen Gewerbe- und Wohnhäusern eingepfercht in einer Seitenstraße stand. Ein dunkler Fleck in der Innenstadt, den ich noch nie gesehen hatte. Ich vergewisserte mich mehrmals, ob die Adresse auch wirklich stimmte. Das tat sie wohl. Das hier war also der Sitz jener dubiosen, quasi geheimen Behörde, EOIPP. Ich wartete vor der verschlossenen Glastüre und ging auf und ab, als ich einen nicht besonders großen, aber dafür relativ kräftigen Mann mit Bürstenschnitt auf mich zukommen sah. Hallo, können Sie mir vielleicht helfen? Mein Name ist Stefan König. Ich bin hier mit einem gewissen Herrn Grinninger verabredet. Sind Sie das vielleicht? Herr Grinninger? Ja, Kommissar Grinninger. Nie gehört. Auf Wiedersehen. Aber... Und schon war er hinter der Türe im Inneren des Gebäudes verschwunden. Die Türe hatte er hinter sich wieder abgeschlossen. Kurze Zeit später kam dann mit zügigem Schritt erneut ein Mann vom Gehsteig auf mich zu. Dieser fixierte mich allerdings mit seinen Augen, und als ich ihm die Hand zum Gruß hinhielt, nahm er sie selbstbewusst entgegen. Guten Tag, ich bin... Stefan König? Ja, sind Sie Herr Polizeihauptkommissar Grinninger? Ja, das bin ich. Kommen Sie mit. Das Innere des Gebäudes stand an einsamer Trostlosigkeit der Fassade nichts nach. Hier und da fehlte eine Neonröhre, was den Eindruck des Verfalls noch verstärkte. Keine Menschenseele, kein Geräusch war zu hören. Nur unsere zügigen Schritte hallten im langen, kahlen Gang umher. Hier entlang. Wir müssen ans Ende des Ganges. Was ist das hier? Sind die anderen Büros nicht besetzt? Nein, heute nicht. Ganz schön karg. Mhm. Wie kann es sein, hier, dass eine... Hier, das Büro dort. Okay. Jetzt geben Sie mir bitte Ihren Personalausweis und die ID, die Sie doch hoffentlich bekommen haben. Warten Sie kurz, Herr König. Guten Morgen, Matthias. Das hier vor der Türe ist Herr Stefan König. Er ist Journalist und hat wohl tatsächlich die Genehmigung, uns einige Tage zu begleiten. 2 Wochen, um genau zu sein. Guten Morgen, wir kennen uns ja bereits. Moin. Wie kann das sein, Alexander, Kommissar Grinninger? Ich weiß es nicht. Habe vor etwa 1,5 Stunden den Anruf bekommen. Ich check das nochmal. Ich meine, immerhin ist es hier... Also wirklich, ich weiß auch nicht. Geben Sie mir bitte jetzt Ihren Ausweis und was Sie sonst alles zu bekommen haben. Ja, natürlich. Hier. Danke. Sandberg, wo ist Held? Müsste gleich da sein. Was ist denn das jetzt schon wieder? Verdammte Schlamperei immer. Naja, Herr König, ich werde jetzt mal mit meinem Vorgesetzten telefonieren. Bis das alles für mich eindeutig geklärt ist, warten Sie bitte dort draußen. Der große, aber etwas schlaksig wirkende blonde Kommissar mit den müden Augen, der Leiter dieser Einheit, schien während des Telefonierens aufgebracht hin und her zu gehen. Hier spricht Polizeihauptkommissar Grinninger aus München. 013-17743 PPS92. Ich muss mit Herrn Theodor von der Steen sprechen. Ja, danke. Ja, natürlich, Theo. Guten Morgen. Wie geht's? Wie? Genau. Nein, ausprobiert habe ich die neuen Geräte noch nicht. Aber trotzdem, danke. Genau. Darum geht es. Er ist hier. Ist gerade draußen vor dem Büro. Ja, sofort. Obwohl die Türe hinter mir geschlossen wurde, konnte ich jedes Wort verstehen. Außerdem finde ich es bei allem Respekt nicht in Ordnung, dass wir so behandelt werden. Aber wenn nicht du, wer dann? Es muss doch vermerkt sein, wer diese Genehmigung ausgestellt hat. Natürlich kannst du. Deine Abteilung? Und du weißt es nicht? Verdammte Schlamperei. Nein, nicht du, Theo. Also gut. Welche Einstufung? Na, laut der Karte ist es Doppel-A. Wie kann das sein? Warum bitte nicht gleich vereidigt und bekommt einen Dienstausweis? Ja, entschuldige bitte. Das war... Ja, natürlich. Entschuldigung. Mann, oh Mann. Natürlich bleibe ich ruhig. Aber bitte. Ich fasse es einfach nicht. Also könntest du das klären? Es ist offenbar schon... na dann. Ich meine ganz einfach, dass wir hier jetzt auch noch arbeiten müssen. Noch.
Und diese Sachen sind eben nichts. Gerade in den letzten beiden Tagen waren echt... Ja, ich weiß. Gut. Alles klar. Ja, alles klar. Gut. Danke. Auf Wiederhören. Und? Ja, was? Ach. Später. Herr König, kommen Sie rein. Ich trat ein und stand in einem nicht besonders großen Büro. Zwei Schreibtische standen in der Mitte des Raums, Stirn an Stirn. Ein weiterer Schreibtisch war in eine Art Regalwand integriert, die vor Büchern und Papierkram fast schon überquoll. Auf ihm standen zwei große Flachbildmonitore sowie etliches an elektronischen Gerätschaften. An den Wänden stapelten sich Kisten voll mit Zetteln, Fotos, Aktenordnern und anderem Kram. Neben der Türe war ein kleines Waschbecken. Darüber hingen mehrere UFOs an dünnen Nylonschnüren von der Decke. Neben dem Waschbecken stand noch ein Schrank, der bestimmt schon seit 40 Jahren oder länger hier stand. Auch er war bedeckt mit Büchern und Staub. Guten Morgen. Halt, wer ist das? Guten Morgen. Das ist Herr König. Er ist Journalist und ja, offensichtlich darf er tatsächlich hier sein. Und offensichtlich hat er auch weitgehend freien Zugang. Und wir sollen kooperativ und offen sein. Muss man nicht verstehen, ist einfach so. Anweisung von irgendwo ganz oben. Tatsächlich. Irgendwo. Ganz oben. Ja, es ist nicht ganz klar, wie... Ach, lassen wir das jetzt. Ich muss jetzt runter in den Keller, wegen der Sache vom Wochenende. Ruf doch einfach an. Hab's schon probiert. Offenbar geht das Telefon da unten immer noch nicht. So Scheiß. Ah, Entschuldigung. Und er? Wie war Ihr Name gleich wieder? König. Stefan König. Grüß Gott. Ja, gut. Dann. Also, ich muss jetzt den Wochenendbericht fertig schreiben und habe keine Zeit für irgendwas anderes, nur um das klarzustellen. Dann mach das Sandberg, verstanden? Zeigen Sie Herrn König, was wir hier so machen. Geben Sie ihm die grobe Auflistung der verschiedenen Bereiche. Die grobe Fallbilanz. Die wollen Offenheit. Dann sollen Sie sie haben. Tja, und seien Sie kooperativ. Ach, und freundlich. Ja, klar. Ich bat's nicht. Herr König, hallo. Könnten Sie bitte aufhören, meinen Rollstuhl anzustarren? Und könnte ich bitte auch Ihren Ausweis haben? Danke. Entschuldigung, ich habe nicht... Ich wollte nicht... Na, hier, bitte. Ich bin dann mal im Keller. Bis später. Sandberg verschwand dann, nachdem er einige Zeit in irgendwelchen Kisten herumgekramt hatte, und er kam erst mal nicht wieder. Während dieser Zeit sah ich mich um, betrachtete die UFOs über den Waschbecken und versuchte irgendetwas zu finden, das ein aufrichtiges Interesse in mir weckte. Wollte ich den anwesenden Kommissar, der in seinem Rollstuhl vor dem Computer saß und ununterbrochen auf die Tastatur einschlug, etwas fragen, bekam ich stets nur ein knappes "Jetzt nicht" zu hören. Ich sah auf die Uhr. Bereits kurz nach 12. Dann flog die Tür auf und Sandberg schoss herein. Mahlzeit. Kommt, wir treffen uns mit den anderen zu Mittag. Ich habe die Bilanz soweit zusammen. Das zeige ich Ihnen nach der Mittagspause, wenn Sie wollen. Ja, gut. Nur... Worauf warten Sie? Servus, Albert. So, du mal den Leberkäse und... Und Prost. Matthias, sag, spinnst du? Scheiße. Hallo, grüß Gott. Noch ein Teammitglied? Ich bin Stefan ja, König. Ja, ich weiß schon Bescheid. Grüß Gott, Albert Tyler. Sie wurden in dem Briefing gar nicht erwähnt. Dürfte ich vielleicht... dürfte ich vielleicht ein paar Fragen auf... die Datenschutzleitlinie, die ich hierzu... Weißt, Entschuldigung. Wissen Sie, wie wurscht mir das ist? Machen Sie nur. Danke. Ja, bitte, jetzt mache ich noch brav, was mir gesagt wird. Und wenn es heißt offen sein hat, bin ich es halt. Also ich habe jetzt noch 5 Wochen bis zur Pension. Und da könnt ihr mir alle mal den Buckel rutschen. Vor allem dieser fränkische Kasper dahin mit seiner stinkenden Leberkässemmel. Was? Ja, der da. Ja, ich meine dich, Matthias. Dass du das einfach nicht kapierst. Der Herr Thaler ist kein direktes Mitglied.
Sondern Mitarbeiter der zentralen forensischen Stelle. Ein Bindeglied zu... Zur Wissenschaft, ja. Hab mir hierher versetzen lassen, weil ich gedacht habe, dass ich es am Schluss noch ein bisschen ruhig angehen lassen könnte. Aber ist mir doch was die anderen Leute sagen. Haha, guter Witz, gell? Also, ich kann jetzt sagen, dass ich gerne da bin, aber ohne mich wären die drei Herren hier ja völlig aufgeschmissen. Da hat er nicht mal Unrecht, befürchte ich. Aber ein nerviger Vegetarier ist er auch. Na, ich muss eigentlich nicht erzählen, dass da mehr ist als das da, gell? Deine Haare, deine Haut, dein Fleisch. Mensch, sag mal, Alter. Sag mal, was glaubst du, wie es erst dem armen Viech geht, das nach einem armseligen, traurigen Leben ein schmerzhaftes Ende findet? Ja? Komm schon, du weißt es doch, dass da auch noch andere Energien eine Rolle spielen. Ja, die Angst, die Traurigkeit, der Schmerz. Was das alles bewirken kann. Und Geist oder Seele oder was auch immer. Und deswegen essen Sie kein Fleisch? Ja. Und deswegen esse ich kein Fleisch. Danke, dass Sie unseren fähigen Wissenschaftler unterbrochen haben, Herr König. Den kann man ja nicht zuhören. So, ich muss jetzt sowieso beseln und anschließend werde ich mich wieder in mein Kellerverlies zurückziehen, um meine Spornproben zu analysieren. Ein habe ich ja schon. Von 100. Ja, schon. Also, servus. Gut, Herr Journalist mit den geheimnisvollen Genehmigungen. Da fangen wir mal an. Tja, die Bilanz der letzten 7 Jahre. Da wären einmal 424 Sichtungen von unbekannten Flugobjekten. Was? Ja, richtig. 424. Aber ja, das hört sich wilder an, als es ist. Magst du weitermachen hier? Nein, also. Na dann, weiter. 287 Spukphänomene, Poltergeister, Spukhäuser und so weiter. 130 Mal das Auftauchen von Kornkreisen und ähnlichen landschaftlichen Veränderungen. 123 gemischte, nicht näher definierte Phänomene wie Zwerge, Feen oder auch Monstrositäten. 47 Artefakte, 23 Nagschmarre, 33 Mal Wiederkehrphänomene. Halt, Monster, Wiederkehrphänomene? Soll das heißen, ja, dass... Meldungen über Vampire, Zombies und Ähnliches, das eigentlich friedlich vor sich hinschimmeln sollte. Untote. Ich fasse es nicht. Sie verarschen mich doch. Sie werden lachen. Von diesen Einsätzen hatten wir am Wochenende 3 Stück. Tja, aber genau, das ist alles nicht so. Dann machen wir erstmal fertig. 33 Wiederkehrmeldungen, genau. Und dann noch 23 Ritualmorde. Ritualmorde? Dafür ist doch das Morddezernat zuständig, dachte ich. Richtig. Wir unterstützen lediglich. Recherchieren über die Hintergründe. Sagt die Position oder Haltung des Opfers etwas über den Hintergrund des Rituals aus? Die Kommunikation läuft über die Forensikabteilung. Finden sich spezifische Gegenstände oder spezielle Symbole, die einen gewissen Täterkreis vermuten lassen? Auch nach besonderen Sternenkonstellationen wird gesucht. Da schauen Sie, was? Daraus kann man zum Beispiel in manchen Fällen schließen, ob es sich um einen schwarzmagischen Kult oder ein Fruchtbarkeitsopfer handelt. Wenn Sie glauben, 23 wären viele, erkundigen Sie sich, wie es in einigen Gegenden Afrikas oder auch in Mexiko aussieht. Da gehört er schon fast zum Tagesgeschäft. Meist ist es auch der kulturelle Hintergrund der Täter. Ziemlich, naja, was soll man da noch sagen? Und das alles hier, bei uns, in Süddeutschland. Die meisten dieser Fälle konzentrieren sich sogar auf einen relativ kleinen Kreis um diese unsere schöne Landeshauptstadt, Herr König. Der erste Ritualmord, bei dem wir unterstützende Arbeit leisteten, das ist jetzt 7 Jahre her, war ein Kerl, den man aus der Isar gefischt hat. Kurz hinter dem Deutschen Museum. Kehlschnitt, Fesselmale an den Füßen, wohl kopfüber ausgeblutet und am ganzen Körper eingeritzte Symbole. Da mussten wir den Kerl von Kopf bis Fuß fotografieren, um herauszufinden, was das für Symbole waren. Und was war es? Es war ein einziges Durcheinander. Man fand die halbe Goethe auf dem Kerl. Manches war sogar erstaunlich kunstvoll gemacht, wenn man das so sagen darf, aber letztlich konnten wir nicht mal die Hälfte entziffern. Was ist eine Goethe? So eine Art Lexikon für das Beschwören der höllischen Herrscharen. Ein Zauberbuch, wenn Sie so wollen.
Wer war der Kerl? Für den Namen müsste ich... Nein, ich weiß nicht, ob ich Ihnen das... Naja, jedenfalls war er ein großer Baumogul. Ein richtig großer. So einer der oberen 10.000. Oder sagen wir lieber einer der oberen 1.000. Ein richtig großer. Finger in der Politik und alles. Man ermittelte in Richtung organisierte Kriminalität. Die sind da mitunter schon ziemlich kreativ, was den Umgang mit der uneinsichtigen Konkurrenz betrifft. Die wollen Zeichen setzen. Ermittlungen verliefen natürlich im Sand. Zu viel Tamtam. Das sollten Sie mal recherchieren. Das ist interessant, wie die Baumafia sich hier breit macht seit einigen Jahren und ihr Geld wäscht. Und nicht nur Geld und Menschenleben und die Souveränität des Staates dabei verloren gehen. Nein, auch Geschichte geht verloren. Unwiederbringlich. Gab vor gar nicht langer Zeit hier in der Nähe einen Fall. Dort, wo sie jetzt dieses geradezu gigantomanisch große Einkaufs-Entertainment-Sport-Quatsch-Konsumcenter vor den Stadtrand klatschen. Davor wollten da ein paar dubiose osteuropäische Bauunternehmer Eigentumswohnungen für Gott weiß wen hinpflastern. Einer der Arbeiter hat einen alten Gegenstand gefunden und wollte ihn verkaufen. Dem Händler, dem er es angeboten hat, kam die Sache faul vor und er verständigte das Amt für Denkmalschutz. Die fuhren dort raus und fanden etwas, das altersmäßig schon außerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches lag. Nach ein paar Wochen erreichte die Nachricht dann doch irgendwie auch einmal die Archäologen. Doch als sie dort ankamen, gab es nichts mehr, das man untersuchen hätte können. Alles platt, weggebaggert und der Aushub fortgefahren nach irgendwo. Hier noch ein oder zwei Scherben, dort eine Münze und da der Rest eines Fundamentes oder ein Stückchen Mauer. Tja, aus den paar Aufzeichnungen, die die Denkmalschützer zuvor gemacht hatten, wurden sie nicht schlau. Aus dem Gegenstand, den der Arbeiter loswerden wollte, auch nicht so recht. Jedenfalls hagelte es saftige Anzeigen und Geldstrafen. Doch die angeblichen Bauherren befanden sich alle irgendwo östlich der Karpaten. Und die juckt ein keltisches Gräberfeld oder eine alte Tempelanlage in Bayern halt mal überhaupt nicht. Egal wie spektakulär und interessant das ist. Dann findet man nur noch zahnlose alte Strohmänner und Briefkästen an gammeligen alten Plattenbauten. Und das Stück Geschichte ist fort. Für immer. Und da die Welt sich weiterdreht und die Wirtschaft am Laufen bleiben muss, wird dort eben jetzt so ein Irrsinnsbau hingepflanzt. Mann, oh Mann. Tja, so viel nur, um zu unterstreichen, wie denen alles an Werten am Arsch vorbeigeht. Die baggern an einem Tag ein paar tausend Jahre Geschichte weg und die foltern und töten mit derselben Gewissenlosigkeit. Subventionsgelder für die Entwicklung ärmerer Regionen werden schamlos weggesaugt. Oft auf Kosten der eigenen Landsleute. Das sind Steuergelder. Unser Wassermann mit dem eigenöligen Halsschmerzen ist denen wahrscheinlich ins Gehege gekommen. Könnte vielleicht irgendwann irgendwas nicht mehr mit seinen moralischen Prinzipien verbinden. Wer weiß. Jedenfalls hieß es für ihn und tschüss. Verlorene Steuergelder. Verstehen Sie mich nicht falsch. Das ist natürlich etwas ganz anderes als in der Geschichte, die Sie gerade erzählt haben. Aber dieser Begriff fällt wohl auch sehr oft in Zusammenhang mit dieser Behörde. Wissen Sie, jetzt erzählen Sie mir etwas über UFOs, Geister und, Entschuldigung, Zombies. Wie... Also, ich kann das nicht glauben, dass eine offizielle Behörde für einen solchen... für solche Sachen unterhalten wird. Für was soll denn das bitte gut sein? Okay. Ärgern Sie sich ab und zu über das Finanzamt? Sehen Sie, ich bin ein Beamter und gehe hier meiner Arbeit nach. Und ach, warten Sie einfach mal ab. Aber das... Wir sammeln Informationen, wir dokumentieren. Manchmal kann man uns auch als fachliche Erweiterung des Betrugsdezernats sehen. Vieles kann man nämlich als Betrug oder arglistige Täuschung einordnen. Dann ist da auch noch ein Haufen dieser paranormalen Phänomene, die sich schnell als ganz normale, also natürliche und erklärbare Phänomene abhaken lassen. Alles. Aber in einer Zeit, in der die reale europäische Wirtschaft bedroht ist wie nie zuvor... Hören Sie, unser Budget ist hier überschaubar. Und die Wahrnehmung solcher Dinge, das Interesse für solche Phänomene, also... Wir sind die erste offizielle Stelle hier, die sowas ernsthaft dokumentiert und untersucht. Sie können nicht Millionen und Abermillionen Menschen zu Spinnern abstempeln. Es besteht da öffentliches Interesse. Sie wissen einfach gar nichts. Also halten Sie sich zurück. Warum dann diese Geheimniskrämerei? Wegen Leuten wie Ihnen.
Glauben Sie etwa, Sie sind der Erste, der uns lächerlich machen will? Seit Jahren werden wir torpediert, werden verunglimpft, oft von unseren eigenen Leuten. Obwohl wir ja so verdammt geheim sind, scheiße nochmal. Und wenn Sie meinen, dass Sie derjenige sind, der uns jetzt absägt und der sich dadurch bei den richtigen Leuten ordentlich einschleimen kann, müssen Sie sich hinten anstellen. Beruhigen Sie sich bitte wieder. Ich soll mich beruhigen? Sie flattern hier rein, haben von nix eine Ahnung. Wissen Sie, so viele Besucher haben wir hier nicht. Und das ist gut so, damit uns solche Schmierfinken vom Leib bleiben und wir unsere Arbeit nachgehen können. Kommissar Sandberg, beruhigen Sie sich jetzt bitte. Ich darf hier sein. Ich darf Fragen stellen. Ach, lecken Sie mich doch. Beruhig dich doch mal wieder, Matthias. Es reicht. Entschuldigen Sie bitte, Herr König. In ein paar Tagen verstehen Sie vielleicht, was er meint. Auch wenn das natürlich keine Entschuldigung für sein Benehmen ist. Was ist denn hier los? Ach, ich gehe aufs Klo. So ein Scheißdreck. Held, was war los? Ach, du weißt schon, ihm ist der Gaul durch wegen der Steuergeldsache und dieser Für-was-ist-es-gut-Sache und all das. Ach so. Nun, dann wirst du heute Nachmittag dem Herrn König ein wenig unsere Arbeit erklären. Nein, ich muss zur Ergotherapie, wie jeden Montag. Na gut, dann kommst du mit mir. Außeneinsatz, Recherche. Nicht das Aufregendste, aber hin und wieder so richtig interessant. Warten Sie schon mal vorne. Als ich mich so auf den Weg zum Ausgang machte, hörte ich noch die Beamten hinter mir streiten. Sandbergs Stimme wirkte zittrig und ungewöhnlich hoch. Die Spur von tiefer Kränkung verschaffte mir wiederum ein gewisses Maß an Genugtuung. Voll selbstgerechter Entspannung wartete ich vor der Türe, bis Grinninger herauskam und ging dann mit ihm zu seinem Wagen. Na dann, auf geht's. Tun wir was für unser Geld. Der Tag bestand dann weitestgehend aus Warterei. Ich kann es Grinninger nicht übel nehmen, dass er mich zu ignorieren versuchte und einfach erledigte, was er zu erledigen hatte. Ob im Geologischen Landesamt oder in einem muffigen Kirchenarchiv, ich wartete meist zwischen verstaubten Zimmerpflanzen, bis der Kommissar seine Informationen besorgt hatte. Wie geht es Ihnen? Gut, gut. Danke noch einmal für den Tipp mit Ihrem Anwalt. In 3 Wochen wird neu verhandelt. Na, sehen Sie. Dann sehen Sie Ihre Kinder ja. In der Staatsbibliothek wartete ich in einem Raum voller blattgold beschlagener Folianten, nachdem Grinninger tuscheln mit einem Bibliothekar in ein Kellerarchiv verschwunden war. Meine Liste haben Sie bekommen? Ja, selbst. Ich sah mich nicht um und blätterte auch nicht in den altehrwürdigen Büchern, sondern saß nur da und wartete. Auf irgendetwas. Nach 1,5 Stunden kam er dann schließlich wieder. Einen dicken Packen Fotokopien unter dem Arm. So, jetzt haben Sie es bald geschafft. Ich bringe Sie noch zurück ins Büro, dann ist Feierabend. Morgen würde ich mir gerne die Akten durchsehen, ein paar Fälle, ein paar Berichte lesen. Ich muss gestehen, mir fehlt noch der richtige Zugang zu dem, was Sie hier eigentlich tun. Es ist einfach zu... Der richtige Zugang? Verstehe, ja. Selbstverständlich. Wir werden Ihnen morgen ein bisschen was zum Lesen geben. Schön. Schön. Und nach einer weiteren stillen Fahrt ging ich nach Hause. Den Kopf seltsam leer. Nahm eine Dusche und ging ins Bett, wo ich sofort einschlief. Am nächsten Tag war die Stimmung weitaus weniger aufgebracht im Büro der IOIPP Deutschland Süd. Der Aktenschrank stand weit offen und daneben stand ein kleinerer Schreibtisch. Für mich. Nach kurzer zurückhaltender Begrüßung nahm ich mir den ersten Packen und begann zu lesen. Begann einzutauchen in dieses Kuriositätenkabinett, das sich unter dem Deckmantel der Bürokratie zu verstecken suchte. Neulich ging mir auch mal wieder dieses verdammte... Wie sagst du immer? Konsumtempel-Verblödungsbauprojekt draußen im Dings durch den Kopf, nachdem du davon gesprochen hattest. Es wundert mich, dass die Archäologen damals behauptet haben, dass unter den Sachen von den Denkmalschützern nichts Verwertbares gewesen sei, weil... Schau mal. Ja, ich muss den Bericht über die Sorgauer Bodenkreise fertig machen. Später. Ach, jetzt komm doch mal her. Das ist wirklich interessant. Immerhin hast du ja neulich so von dem geschichtlichen Wert des Ganzen gesprochen, oder? Okay. Ich lass meine Arbeit natürlich liegen. Klick, speichern und... Also, was ist?
Hier. Die haben da nämlich sogar mal Luftaufnahmen gemacht von dem Gebiet. Da. Die Markierung zwischen den ganzen Baustellen. Denk dir mal die Linien weiter. Wie findest du, sieht das aus? So, warte erst mal. Wie Linien? Wunderbar. Ach, keine Ahnung. Sag halt. Schau. Der Umriss. Sieht wie ein dickes Flugzeug mit Stummelflügeln aus. Ach, Mensch. Okay, okay. Oh, wie eine Kirche. Richtig. Das sieht aus wie der Grundriss einer Kirche. Oder besser einer Kathedrale. Sieh nur die kleineren Linien hier. Die scheinen ebenso Fundamente gewesen zu sein. Wenn man sich das so hier... Wenn man sich das so vorstellt... Ja. Und diese beiden Flecken hier... Säulenfundamente. Ha, die exakte Ausrichtung Ost-West. Also die ganze Geometrie und so, das sieht schon verdammt nach einem Sakralbau aus. Aber das war doch alles viel älter, dachte ich. Hieß es nicht um die 2000 bis 2500 Jahre? Da draußen ist doch auch sonst nichts. Das wäre ja eine Sensation gewesen. Himmel, diese verdammten Schweine. Sag ich doch. Und wie groß das gewesen sein muss. Also von hier nach da, das sind... Locker mal eben 300 Meter. Das ist der Wahnsinn. Wie hoch ist gleich wieder die Fehlerquote bei den Radiokarbon-Datierungen? Verdammt, 1 zu... Ach, egal. So oder so, ganz schön irre. Ach, so irre ist das nicht. Der Supersender, das sie dort gerade bauen, ist locker 10-mal so groß. Was hast du von den Archäologen bekommen? Ha, nichts. Wie, nix? Nichts mehr da. Die wollten nochmal im Archiv der Sammlung nachsehen und mir dann Bescheid geben. Super, nicht wahr? Ah, ich verstehe das einfach nicht. Scheiß Schlammerei. Ja, schon. Der Wahnsinn. Wenn ich nicht wüsste, dass es mich hier Kopf und Kragen kosten würde, weil ich meinen Dienstausweis dazu missbraucht habe, mir Zugang zu etwas zu verschaffen, das gar nichts mit meiner Arbeit zu tun hat, würde ich es irgendwie weitergeben. Presse oder so. Hobbyarchäologen. Das ist ein Skandal. Da, König ist von der Presse. Soll er das doch? Verdammt. Stimmt, der sitzt ja auch noch hier. Hab ich total vergessen, der ist so still. Hä, was? Wollten Sie etwas von mir? Ich hab meinen Namen gehört. Um was für Pläne ging es gerade? Ach egal, Freizeitvergnügen, nichts weiter. Okay. Ich hätte aber schon eine Frage gerade. Und zwar bin ich gerade auf eine Akte gestoßen, die leer ist. Warum? Zeigen Sie mal. Ach, das ist der Fall Söllach. Ja, das steht da. Um was ging es da? Ho, ho. Da muss ich Ihnen zunächst sagen, dass die Akte nicht umsonst leer ist. Das war einer Person so ganz und gar nicht recht, dass sein Name darin stand. In einem etwas pikanten Zusammenhang. Söllach. So, so. Bohren Sie da nicht nach. Da verbrennen Sie sich die Finger. warum ist die eigentlich noch da? Also, die leere Akte. Die hätte doch eigentlich mit der roten Kiste abgeholt werden müssen. Um was ging es in dem Fall? Also, Sie müssen jetzt natürlich keine Namen nennen. Aber das interessiert mich jetzt doch. Vor die Aktennummer wurde handschriftlich ein M geschrieben. Das heißt doch, es ging um ein Monster oder so etwas. So war das doch. Wie ist das so mit, tja, Monstern? Und was ist die rote Kiste? Da fragen Sie Krinninger. Er müsste gleich wieder hier sein. Ich weiß nicht, ob ich... Die Akte stand bei den anderen, zu denen ich Zugangsrecht habe. Ja, schon. Aber sie ist leer. Das heißt, es gibt nichts zu sagen drüber. Aber wissen Sie was? Scheiß drauf. Wir sollen kooperativ und offen sein. Also bin ich kooperativ und offen. Das von Anwohnern in diesem kleinen Ort im Bayerischen Wald, nahe der tschechischen Grenze gemeldete Monster, war einfach der Großonkel einer ansässigen Familie. Er war tatsächlich wohl schon über 80 Jahre alt. Er war mehrfach behindert und stark missgebildet. Einer dieser ländlichen Inzestblüten, die es heute eigentlich gar nicht mehr geben dürfte. Er war wohl sein ganzes Leben lang auf dem Hof der Familie in einer Art Stall versteckt worden und ist dann irgendwann ausgebüxt. Klar will so einer auch irgendwann mal was von der Welt sehen. Was sagt aber dann das durchschnittliche alte Waschweib, dem in einer Winternacht so einer über den Weg läuft? Klar, kann nur so ein Waldgeist sein. Ein Monster. Nur zu blöd, dass der Neffe dieses Monsters ein aufstrebender Lokalpolitiker mit Verbindungen hat. Hör jetzt auf, Matthias! Fragen Sie einfach Krinninger. Oh, oh, was ist das? Aha. Sehen Sie, da kommt gerade eine Meldung. Mal sehen. Ach, Scheiße, schon wieder. Das Wochenende geht weiter, Leute. So,
König. Jetzt bekommen Sie dann endlich mal was zu sehen. Und Action! Ich hol den Chef. Wortlos fuhren wir einige Zeit bis an den Rand der Stadt, in eine baumreiche Siedlung mit älteren Ein- und Zweifamilienhäusern. Vor einem dieser Häuser standen ein paar Personen um einen Streifenwagen herum und ein junger Polizist bemühte sich sichtlich, gleichzeitig mit zwei aufgelösten älteren Frauen und seinem Kollegen zu sprechen, der auf dem Fahrersitz saß und nur starr vor sich hinglotzte. Da sind wir. Ich gehe zu dem Streifenbeamten und ihr beide wartet derweil hier. Jawohl, ich zieh mir schon mal das Frack an. Ja, mach das. König muss noch warten. Albert bringt ihm eins mit. Wie bitte? Einen Schutzanzug. Also ich bin dann mal. Wieso? Ja, damit Sie geschützt sind, Sie schlauer Fuchs. Was Sie nicht sagen. Wovor Sie, Scherzkeks? Giftige Dämpfe, Asbeststaub, Sporen, was auch immer. Gibt es denn so etwas zu erwarten? Möglicherweise. Was denn genau? Auf was muss ich mich... Mensch, wenn ich jetzt Kinder... Jetzt warten Sie halt einfach mal ab. Während sich Sandberg umsah, beobachtete ich Krinninger, wie er lange mit dem Polizisten sprach. Dieser schien verwirrt zu sein, zuckte immer wieder mit den Achseln und schüttelte ratlos den Kopf. Krinninger legte ihm eine Hand auf die Schulter und der Polizist ließ das Kinn auf die Brust sinken und schien kurz aufzuschluchzen. Sein Kollege lag mittlerweile mit erhöhten Beinen am Boden und starrte geradeaus in den Himmel. Immer wieder schüttelte er fast schon hysterisch den Kopf. In mir regte sich der Wunsch, nach Hause zu fahren und mich nach einer anderen Arbeit umzusehen. Ah, Kommissar Grinninger kommt zurück. Mal sehen, was er gehört hat. Mann, oh Mann. Also, einer der Streifenbeamten, die nach dem Anruf der Mutter des Mieters hierher geschickt wurden, steht unter Schock, wie man sehen kann. Krankenwagen ist auch schon unterwegs. Der andere hat den Inhalt der Meldung, die uns erreicht hat, nochmal bestätigt. Die Mutter des Mieters, Herr Roland Dreher. Herr König, ich muss Sie nochmal kurz darauf hinweisen, dass viele Dinge, die Sie hier und jetzt hören, den Datenschutzregelungen unterliegen und nicht in Ihre Arbeit verwendet werden dürfen. Außerdem handelt es sich um eine laufende Ermittlung. Ja. Nun, ja. Die Mutter kennt offensichtlich die Mieter darunter und wurde von diesem gerufen, als zu einem ausgesprochen unangenehmen Geruch nach einigen Tagen der Ruhe nur noch seltsame Geräusche zu hören waren. Wohl so etwas wie ein dumpfes Poltern und Stöhnen. Diese Nachbarin sagte auch, dass sowohl Herr Dreher als auch seine Lebensgefährtin, Frau Maria Sabina Guerra, gebürtige Brasilianerin, in den Tagen nach der Rückkehr von ihrem Urlaub über starkes Unwohlsein, Kopf- und Muskelschmerzen klagten. Bei der letzten Begegnung mit den beiden auf dem Hausflur, es war vor 5 Tagen, am Freitag letzter Woche, kam Dreher gerade aus der Apotheke, wo er wohl etwas für seine Freundin geholt hatte, die nur mit Fieber im Bett lag. Er selbst war etwas weggetreten. Die Nachbarin fuhr das Wochenende über weg und wollte davor aber noch sehen, wie es den beiden ging. Nach mehreren Minuten öffnete Dreher die Tür und meinte, dass es wohl eine üble Grippe wäre, die sie da erwischt hätten. Der Klimawechsel und so. Er sah sehr geschwächt aus. Einmal kurz bitte. Wie war was? Klimawechsel? Urlaub? Wo waren denn die beiden? Ich kann es mir schon denken, aber naja, sag mal. Brasilien. Bingo. Dann wären es damit schon 5 mit denen vom letzten Wochenende. Scheiße. Ich rufe das ABC an und das Tropeninstitut und das Gesundheitsamt. Hab ich schon. Alles klar, Boss. Blitzschnell. Wie immer. Naja, Tobias war noch schneller. Hat wohl den Braten gerochen und sie gleich angefordert, als die Meldung reinkam. Auch gut. Jedenfalls kam die Nachbarin Montagmorgen wieder. Auf Klingeln öffnete niemand die Türe. Sie dachte sich nichts weiter. Sie könnten ja zu seiner Mutter gefahren sein, um sich gesund wegen zu lassen. Telefonisch nicht erreicht, was komisch ist. Der Roland ist eigentlich schon ein zuverlässiger. Später dann fiel ihr ein unangenehmer Geruch im Hausflur auf, der im Laufe des nächsten Tages immer intensiver wurde. Nachts darauf begann dann das Gepolter und die Laute. Am nächsten Morgen öffnete wieder niemand die Tür, obwohl offensichtlich jemand in der Wohnung war.
Geräusche waren ständig zu hören. Da. Sie beschrieb es, als ob jemand ständig gegen die Wand laufen und dabei immer wieder aufstöhnen würde. Ja. Und dann rief sie die Mutter an. Sie kam und öffnete mit ihrem Zweitschlüssel die Tür. Und da sah sie, Herr König, hier beginnt nun wirklich der unschöne Teil. Wenn Sie einen empfindlichen Magen haben, dann gehen Sie jetzt besser. Ich denke, ich bleibe, aber danke. Das alles ist ja... Ich bin sehr gespannt. Ja, natürlich. Gut, ja. Die Mutter öffnete die Tür und ging einen Schritt in die Wohnung. Von dort aus... Entschuldigung, aber warum sehen wir uns das nicht gleich vor Ort an? Ich gebe Berichte über den Stand der Dinge. Dann gehen wir da rein. Mit Schutzanzügen. Dürfte ich nun die Ausführung zu Ende bringen? Sicher. Von dort, wo sie stand, konnte sie das Schlafzimmer sehen. Und was sie dort sah, ließ sie sofort rückwärts aus der Wohnung stolpern. Die Tür wieder verschließen. All beide oder nur eine? Ich muss gestehen, dass ich davon Gänsehaut bekomme. Wohl beide. Frau Guerra lag offensichtlich auf dem Bett. In ihrem Kopf steckte ein kurzer, keulenförmiger Gegenstand, der den Schädel offenbar gespalten hatte, sodass... Ach, egal. Dreher stand mit dem Rücken zu ihr und versuchte wohl irgendwie durch die Wand neben einem Fenster ins Freie zu gelangen. Seine Bewegungen beschrieb sie als verkrampft, unbeholfen. Als sie ein lautes Entsetzens empfuhr, bemerkte Dreher ihre Anwesenheit. Drehte sich um und wollte auf sie zugehen. Seine Züge waren unmenschlich, verzerrt, totenähnlich, sein Blick wirr. Er stieß dabei auch verstärkt jene Laute aus, die die Nachbarin gehört hatte. Dann flüchtete sie aus der Wohnung und rief die Polizei. Ihre, umfangreiche Aussage wurde glücklicherweise sofort zur Gänze ins System eingespeist, weshalb sie, dank einiger Schlüsselworte, auch sogleich bei uns auftauchte. Die Streifenbeamten wurden trotzdem geschickt. Da wird Anna schlecht träumen heute Nacht. Was passiert hier? Das können wir natürlich auch nicht sagen. Meine Vermutung geht aber in Richtung... Ophir cordyceps unilateralis. Also, noch so einer. Sorry, ich hab's nicht früher geschafft. Servus, Albert. Hast du den anderen Anzug dabei? König Mechanagen mit Nike. Ja, Hobby. Sind's da wirklich sicher, hm? Das kann vielleicht sehr unschön aussehen. Ehrlich wahr? Mir bleibt wohl nichts anderes übrig. Ich kann das gerade nicht so recht glauben. Deshalb muss ich das jetzt sehen. Was sagten Sie gerade? Die vermutliche Ursache? Ophir cordyceps unilateralis. Das ist ein einzigartiger Pilz, der eigentlich in Südamerika beheimatet ist. Er befällt Ameisen. Er dringt in ihr Nervensystem ein und steuert die Ameise, die dadurch zu Tode kommt, einige Tage lang, bis sie sich an einem Ort festbeißt, von dem aus sich der Pilz gut vermehren kann. Hier haben wir es mit einer wirklich spektakulären Mutation dieser Gattung zu tun. Das ist schon der dritte Fall. Eine andere Person und ein weiteres Pärchen. Von den ersten beiden Fällen wissen wir, dass sie an derselben Regenwaldtour teilgenommen haben. Also das wird man nicht wundern, wenn die beiden hier auch... Ja, das werden wir bald wissen. Hast du die Jagdausrüstung dabei? Ja, alles da, alles da. Wo hab ich denn... Entschuldigen Sie den Ausdruck Jagdausrüstung. Ich weiß, dass es respektlos klingt. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Ja. Ein Pilz? Wie in diesem Computerspiel? Da, ziehen Sie den Anzug an. Gerne. Sagen Sie, wie gefährlich ist der Mann? Naja, der infizierte Mann selbst stellt eigentlich keine Gefahr dar. Er sieht zwar aus wie, wie ein Zombie aus einem Horrorfilm, ist aber kein echter Zombie. Ja, wir müssen leider trotzdem betäuben, er gehört in Quarantäne. Und sein Verstand funktioniert offensichtlich nicht mehr. Er ist höchstwahrscheinlich Sporenträger und deshalb gefährlich. Kein echter Zombie? Was... Ihr Anzug. Auch das Kopfteil, bitte. Ja, ja, ist gut. Die Treppen hoch, dann gleich die erste Tür. Schlüssel steckt. Seh's schon. Alles klar. Puh, okay. Dann wollen wir mal. Seid ihr alle bereit? Ja. Ja. Mhm, ja, ihr habt das quer hier. Die Spritze ist schon drin. Gut, dann mache ich jetzt mal auf. So. Frau Guerra, verdammt. Oh Gott. Alles klar, König?
Bevor sie zusammenklappen, gehen Sie bitte. Nein, alles okay. Ich finde das nur echt, ja, krass. Ihr findet es krass? Habt ihr gehört, ihr findet es scheiße. Da ist der Rehe. Oh, verdammt. Da auf dem Bett. Das scheiße. Was ist denn? Oh, ja, da leckst du hier. Das scheint ein Fruchtkörper zu sein, ne? Der ist riesig. Die Dinger sind eigentlich nur ein paar Millimeter. Kannst du bitte Dreher betäuben, Albert? Ja, sofort. Ich will aber noch sehen, wie er sich bewegt. Ah, da. Er hat uns bemerkt. Er dreht sich rum. Soll ich ihm sagen? Oh mein Gott, verdammte Scheiße. Oh mein Gott, wie sieht der denn da? König, bekommen Sie mir jetzt keinen Zusammenbruch. Es kann Ihnen nichts passieren. Bleiben Sie ruhig. Das sieht schlimmer aus, als es ist. Ich versuch's. Sind es diese verkrampften Gesichtszüge? Ja, das. Die Zickzaut scheint über den Schädel zu spannen. Ja. Der Pilz scheint sich reichlich aus der Haut und dem subkutanen Fett mit Wasser zu versorgen. Ja. Ah, dort, hinter dem Ohr. Wow! Ich glaube, ich muss gleich kotzen. Kannst du dann mal bitte, Albert? Da wächst der Fruchtkörper. Und der Kopf, die starre Haltung und all das. Wie sieht das für Sie aus, König? Ich weiß nicht, wie ein... Na ja, sagen Sie es nur. Ein Toter. Ein lebendiger Toter. Da haben wir es. Ein Zombie-Mythos erzaubert. Jetzt schieß schon. So, erledigt. Jetzt noch eine halbe Minute warten, dann kannst du schon einpacken. Ich nehme schon mal die Proben. Fotografierst du bitte alles, Matthias? Wird der Mann wieder gesund? Denken Sie darüber jetzt nicht nach. Darüber sprechen wir nachher, okay? Was ist mit seiner Freundin? Was ist das? Wie kann das sein? Herr König, Stefan, wir dokumentieren das jetzt alles. Wir müssen unsere Arbeit machen, bevor die Säuberungstruppe kommt. Die ABC-Truppe. Wir reden später darüber. Matthias, hast du den Fruchtkörper schon fotografiert? Ja. Der mit wächst. Maßstab? Bin ich denn blöde? Also, natürlich. Was soll das sein? Halt lieber nochmal. Selbst wenn nicht, wächst das Ding auf einen menschlichen Kopf. Das ist doch auch sowas wie ein Maßstab. Na, jetzt fotografier halt einfach fertig. Aber sehen Sie nur, sie ist ihr Kopf. Was soll das sein? Das gibt es doch nicht. Was soll das sein? Das gibt es doch nicht. Warten Sie. Ich gehe mit Ihnen runter. Hey, Albert, Matthias, mach das mal fertig, bitte. Ich gehe mit König vor die Tür. So, gehen wir. Warte noch einen Augenblick. Was ist? Ich wollte nur kurz aus dem Fenster schauen, ob die ABCler schon da sind. Und? Ja, sie sind da. Bauen gerade die Dusche auf. Sind heute ja mal richtig schnell. Dusche? Was ist mit dem Mann, der Frau? Warum müssen wir duschen? Die Kontaminierung. Falls sich Sporen außen am Schutzanzug befinden, wollen wir die nicht da draußen verteilen. Aber... Kommen Sie jetzt, Herr König. Hier entlang. Gehen wir raus. Meine Kollegen hier müssen noch einiges tun. Na toll, war ja klar. Erst der superrationale Skeptiker und von wegen wir, alle Spinner und so, ne? Ach, und jetzt dürfen wir Babysitter spielen. Mann, oh Mann. Na, war doch logisch. Aber jetzt macht die Fotos. Ja, wir können hier nicht mal ein Fenster... Wie in Trance ließ sich die Dekontaminierungsprozedur über mich ergehen und schlüpfte aus dem Schutzanzug. Dass Grinninger zu mir sprach, nahm ich erst nach einigen Augenblicken wahr. Herr König, können Sie was sagen? Stefan, ich verstehe Sie. Das eben war ziemlich verstörend und auch wir empfinden, was Sie gerade empfinden, Herr König. Ja, schon gut. Das war einfach sehr heftig. Mir fehlen die Worte. Das kennen wir hier alle. Glauben Sie mir. Das kennen wir hier alle. Ich werde Sie nun zu einem der Notärzte bringen. Und dass Sie wohl unter einem schweren Schock stehen. Der soll Sie durchchecken und dann fahre ich Sie nach Hause. Erholen Sie sich. Okay? Ja, ist gut. Ich muss Sie darum bitten, auch falls es Ihnen jetzt schwerfallen sollte, niemandem etwas über diese Vorfälle zu erzählen. Noch nicht. Wenn Sie wirklich das Bedürfnis haben, darüber zu sprechen, rufen Sie mich an. Jederzeit, ja? Ja, ist gut. Okay, dann kommen Sie jetzt bitte mit. Etwa 1000 Menschenleben gefordert.
oder IOIPP Deutschland Süd. Von Geistern, UFOs und ähnlichem war dort die Rede. So dachte ich immer noch an einen merkwürdigen Streich, der mir hier gespielt hat. Begann einzutauchen in dieses Kuriositäten. Scheiße. Verkrampften Gesichtszüge? Ja? Die Gesichtshaut scheint über den Schädel zu spannen. Ja? Ja, nee, der Pilz scheint sich heilig aus der Haut an dem subkutanen Fett mit Wasser zu versorgen. Und der Kopf, die starre Haltung und all das. Wie sieht das für Sie aus, König? Schlafen in der Nacht nach diesem Vorkommnis, obwohl mir der Notarzt ein Beruhigungsmittel verabreicht hatte, weshalb ich um kurz vor 9:30 im Büro vom IOIPP Deutschland Süd anrief, um Bescheid zu sagen, dass ich heute später oder möglicherweise gar nicht kommen würde. Auch wenn Grinningers Ton voll professionellen Verständnisses war, meinte ich Sandberg im Hintergrund selbstgefällig glucksen zu hören. Soll er doch, dachte ich mir, legte auf und ging zurück ins Schlafzimmer, um dort den restlichen Tag die Decke über mir anzustarren. Am Nachmittag schlief ich irgendwann ein. Doch der Schlaf war unruhig. Unruhig, aber traumlos. Möglicherweise war das auch besser so. Abends klingelte irgendwann das Telefon. Hallo, Stefan. Hallo, Mama. Stefan, du... Ich mag dir nicht auf die Nerven gehen, aber ich wollte dich einfach mal widersprechen. Wir haben uns ja schon eine ganze Weile nicht mehr gehört. Und der Papa, der... Ist schon gut, Mama. Du, mir geht's nicht so besonders gut. Die Arbeit und das... Der Papa, der hat's bald überstanden. Ich finde, dass du das wissen sollst. Okay. Und außerdem habe ich... Also ich war heute auch wieder beim Papa. Und da bin ich dann eingeschlafen und dann habe ich wieder was geträumt. Mama, deine Träume, ich... Ich habe erst gedacht, dass das dein Papa ist, weil er doch da so vor dem großen, leuchtenden Loch gestanden ist und gewunken hat. Weil er doch... Mama, ich... Ich sag so, drück mich doch bitte nochmal. Einmal noch. Ich will das nicht hören. Und dann gehe ich so auf ihn zu und... Ich will das nicht hören! Stehen bleiben und da erkenne ich. Da erkenne ich, dass du das bist. Und was willst du mir jetzt damit sagen? Mama, das sind Träume. Deine Träume. Stefan, du bist mein Sohn. Ich vermisse dich. Der Papa vermisst dich. Der wird sich bestimmt freuen, wenn du ihn nochmal. Weißt du, die Ärzte sagen, das kann bloß noch ein paar Tage dauern. Papa liegt seit über 3 Jahren im Koma. Ja, trotzdem. Der hätte gern, dass du ihn nochmal besuchst. Deine Nähe, über die wird er sich freuen. Einmal noch, bevor er geht. Woher willst du das? Er kann ein Sch... Ich kann hier doch nicht einfach weg. Ich habe einen wichtigen Job, der wirklich heftig und... Stefan, ich bitte dich doch sonst nie um was. Aber komm bitte morgen vorbei. Morgen. Wir wollen dich noch einmal sehen. Mama, ich... Bitte richt es irgendwie ein. Aber... Gut. Ja, ich sehe zu, dass ich es einrichten kann. Danke.
Gut. Ich melde mich dann morgen, wenn ich da bin. Ich hab dich lieb, Stefan. Bis morgen. Pass auf dich auf. Papa grüßt auch. Würde er. Ach. Tschüss, Mama. Ich rief kurz bei Grinninger an, um ihm zu sagen, dass ich morgen ebenfalls nicht kommen würde. Die Familie benötigte meinen Beistand. Wie ein schäbiger Lügner kam ich mir vor, als mir Grinninger voll professionellem Mitgefühl viel Kraft wünschte. Am nächsten Morgen nahm ich meine Tasche, die außer meinem Laptop und einigen anderen unwichtigen Dingen nichts enthielt, schmiss sie aber kurz darauf wieder in die Ecke und legte mich wieder ins Bett. Ich bin nicht gefahren. Am Morgen des 17. Juni stand ich bei Dienstbeginn vor der Bürotüre in jenem grauen, gesichtslosen Bau, der sich an diesem Tag besonders stark zwischen den anderen Gebäuden zu verstecken schien und dessen Innenleben mir mit jedem Schritt lebloser erschien. Den ganzen Morgen hatte ich es schon hinauszuzögern versucht, mich selbst boykottiert, Schlüssel stecken lassen und wieder zurück, Tasche liegen lassen und wieder zurück. Nun aber stand ich da und wusste irgendwie einfach nicht, warum ich überhaupt hier war. Guten Morgen. Guten Morgen. Geht es Ihnen wieder besser? Nun, ja doch. Es geht wieder. Entschuldigen Sie bitte das. Das ist schon okay. Wäre komisch gewesen, wenn es Sie nicht berührt hätte. Jeder hier kennt das. Glauben Sie mir. Jeder. Ja. Ja. Hallo auch. Nun, ich wollte mich entschuldigen. Ich habe wohl vergessen, wie... Ach, scheiße. Neuer Tag, neues Glück, okay? Genau, Matthias. Herr König, ich will offen zu Ihnen sein. Wir verstehen das hier immer noch nicht so ganz. Also, das mit Ihnen. Diese Abteilung ist eigentlich, nun ja, geheim. War es jedenfalls. Es hatte auch seinen Sinn. Aber nun sind Sie hier und wir... Heute sind wir besser vorbereitet. Sehen Sie das da drüben? Das ist unser Hauptgeschäft. Diese süßen Kunstwerke, die da drüben baumeln. Die UFOs. Das Schlimmste daran ist, dass es so verdammt langweilig ist, alle mit dem Luftraum assoziierten Behörden zu kontaktieren. Dort ist niemand für irgendwas zuständig. Und Sie brauchen einen ganzen Tag, bis Sie in einer von 5 Behörden auch nur einen einzigen Zuständigen finden. Veranstaltungen suchen, Hochzeiten, Bürgerfesten, wo auch immer große Mengen Ballons aufsteigen. Dann Großraumdiskos mit Flutlichtern den ganzen Tag. Militär? Können Sie ganz streichen. Die sagen überhaupt nie irgendwas. Naja, zumindest nicht in einem annehmbaren Zeitrahmen. Schlimm. Schlimm. Naja, aber dann trifft man auch noch jede Menge Künstler und UFO-Gläubige, die solche kleinen Raumschiffe basteln und sich am Computer einen Beweis produzieren, wenn es in der Welt da draußen gerade nicht so klappt. Mit echten Beweisen und so. Dann sind da Geldstrafen, die angeordnet werden und solche aufregenden Dinge. Tja. Im Endeffekt können Sie sagen, dass nur einer von 100 Fällen wirklich übernatürlichen Ursprungs ist. Aber dann... Was dann? Nun, vieles ändert sich dann. Wir haben ja auch keine Exekutivbefugnisse. Was für eine Polizeibehörde ja schon irgendwie... Wie meinen Sie das? Dass Sie keine Exekutivbefugnisse haben? Ach so, was Sandberg meint ist... Nun ja, wir dokumentieren nur, ermitteln Hintergründe und so weiter. Nun, wir dürfen nicht verhaften. Sind zahnlos, sozusagen. Wir müssen das an eine besondere Stelle bei der Staatsanwaltschaft melden und die informiert dann das jeweils zuständige Dezernat oder, in Fällen wie dem neulich, direkt an eine Behörde wie das Gesundheitsamt. Ist es möglich, dass ich mich, dass ich diese Spuren... Normalerweise nicht. Die anderen hätten das ja sonst auch. Ich ging früher nach Hause. Ich redete mich damit heraus, weitere Unterlagen ordnen zu müssen. Und da waren ja auch noch die familiären Angelegenheiten, logisch. Tatsächlich versuchte ich, Ordnung in meine Notizen zu bringen und eine Basis für den Text zu finden,
driftete aber gedanklich sehr schnell in ein Durcheinander unerklärlicher Bilder. Spät ist es. Ja, hallo? Wer dran? Licht. Maximilian Licht. Spreche ich mit einem Herrn König? Journalist? Ja, das tun Sie. Wie kann ich Ihnen helfen? Was wollen Sie? Sie! Mir helfen! Ich dachte eher andersherum. So wurde es mir jedenfalls von einem gemeinsamen Bekannten mitgeteilt. Entschuldigung, wie war gleich wieder Ihr Name? Ja, recherchieren Sie nicht gerade bei Paraport? Para wer? Wie war Ihr Name? Licht. Ich... woher? Na, Sie haben aber Ihre Hausaufgaben etwas schlampig gemacht, scheint mir. Ja, jetzt, natürlich. Sie waren doch der... Ja, genau. Ich war da auch mal dabei. Ich würde mich mit Ihnen treffen, wenn Sie interessiert sind. Sie könnten mich zum Essen einladen. Dann unterhalten wir uns. Ich bin nicht durch irgendwelche Auflagen zum Schweigen verpflichtet. Haben Sie Interesse an einem Date? Ja, doch. Wann? Wo? Ich werde Sie abholen. An der U-Bahn-Station am Hart. In 2 Stunden. In 2? Aber ich bin nicht... Ich werde jetzt auflegen. Halt! Sie kennen mich... Später, Herr König. Doch gar nicht. Verdammt. Danke für das Bier. Stört es Sie, wenn ich unser Gespräch aufzeichne? Also wenn es Sie nicht stört, dass ich unser Gespräch aufzeichne. Und bitte, Prost. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie mich zum Essen einladen wollten, ja? Nein, natürlich nicht. Könnten Sie bitte Ihre Sonnenbrille abnehmen? Ich mag es nämlich gar nicht. Wenn ich die Augen meines Gegenübers nicht sehen kann. Natürlich. So hell ist es ohnehin nicht mehr. Meine Güte, Sie sehen aber nicht besonders gut aus. Wenn Sie hier schon mit solchen Dingen zu tun haben, ja, dann sollten Sie zusehen, dass Sie Ihren Geist klar halten. Die Nächte durchzufeiern ist da vielleicht nicht gerade das Richtige. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Ja, natürlich wissen Sie das. Sie haben ja auch, hören Sie, ja. Ist das eine Kamera? Ja, schick, gell? Wie klein die Dinger heutzutage sind. Man sieht gar nicht, was für ein robuster, kleiner Scheißer das ist. Warten Sie kurz. So. Bedienung! Noch ein Bier und noch ein Obstler. Herr Licht, erzählen Sie mir doch einfach, was Sie mir erzählen wollten. Über Parapol und all das. Ja, was wollen Sie denn wissen? Nun, Sie haben mich doch angerufen. Ich dachte... Ja, was dachten Sie denn? Oh, das ging aber zackig. So, noch ein Bier und ein Obstler für den Herrn. Für Sie auch noch was? Nein, danke, noch nicht. Soll mir auch recht sein. Da habt schon mal die Karten fürs Essen. Danke. Wo waren wir stehen geblieben? Nirgends sind wir stehen geblieben. Parapol. Es geht um Parapol. Ja, das ist richtig. Herr Licht, Sie waren Beamter bei dieser dubiosen Polizeibehörde. Was wollten Sie mir darüber erzählen? Was heißt da dubios? Diese Frage scheint mir recht dubios. Ja, das stimmt. Tut mir leid. Nun, erzählen Sie erst mal einfach. Einfach drauf los. Einfach drauf los. Einfach drauf los, ja. Glauben Sie etwa, es ist ein rechter Spaß, wenn Ihnen all das, was Ihnen die Eltern beigebracht haben, was Sie in der Schule gelernt haben, was Ihnen die Kirche eingeimpft hat, auf einen Schlag zerschmettert wird? Glauben Sie, dass es lustig ist, wenn eine Kreatur zu Ihnen spricht, die es eigentlich gar nicht geben dürfte? Wenn die Geister um Sie herum und... mitten durch sie durchhuschen und es sich anfühlt, als ob all das, was ihnen Sicherheit gab im Leben, komplett zufriert.
Und sie aus allen Ecken ihres Geistes ein leises Knacken hören. So als ob jeden Moment die Oberfläche ihrer bisherigen Realität zu einem Haufen eisiger Scherben zerspringt. Das ist nicht schön. Da beginnt man dann nachts das Licht wieder anzulassen und solche Dinge. Verstehen Sie? Ja, Sie kennen doch bestimmt diesen Bullenspruch. Den mit dem ersten Toten, der einen monatelang verfolgt. Ja? Also, tja, der erste Untote, dem Sie in die Augen sehen, lässt Sie nie wieder los. Nie. Ja, das klingt verstörend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich darauf... Ja, genau, keine Ahnung. Gehen's, bestellen wir uns noch was zu trinken. Bedienung! Nochmal 2 Bier und 2 Obstler. Entschuldigung, aber Schnaps mag... Ist eh für mich. Herr Licht, ich muss zugeben, dass mir dieses Interview schwerer fällt, als ich es gedacht hatte. Ja, ist ja auch kein leichtes Thema. Die Sachen, um die es da geht, das sind Naturgewalten, von denen wir uns keine Vorstellung machen. Also, ich schon, Parapol. Ja, mit wir meine ich die da draußen, die Bürger. Das Bier, bitte sehr. Das schon was zum... Nein, da sagen wir dann schon Bescheid. Später, danke. Das ist ja eine Frechheit. Prost. Die anderen? Die anderen wissen das natürlich auch. Nur sind die einfach um das Stück schlauer und boshafter. Die wissen, wie man es anstellt. Die Sachen, diese paranormalen Kräfte. Ja, für die ist das nicht paranormal, sondern einfach nur normal. Die arbeiten damit schon sehr lang. Ja? Die anderen. Ich weiß nicht so recht, Herr Licht, aber... Diesen Wahnsinnigen geht es letzten Endes um nichts Geringeres als um die Unterwerfung der gesamten Menschheit und die Zerstörung des Lebens und der Seelen. Ja, letztlich streben sie die Vernichtung des ganzen Planeten an. Vergessen Sie Selbstmordattentäter oder Bombenanschläge. Das ist, verstehen Sie mich nicht falsch, aber das ist Kleinkram gegenüber diesen Dingen. Mhm. Ja, hier geht es um okkulten Terrorismus, wenn Sie so wollen. Ja, lachen Sie ruhig. Ich lache nicht, Herr Licht. Bei allem Respekt. Ja. Die Zerstörung des Lebens, okkulter Terrorismus... Für mich hört sich das an wie reaktionärster Verschwörungskram. Die Illuminaten, die jüdische Weltverschwörung, also, was weiß ich. Ach, das ist doch... Wer sollen denn die sein? Ich bitte Sie. Sie versuchen eine Erklärung zu finden für all die Schrecken dieser Welt, weil Sie ein sensibler Mensch sind und Sie Dinge erlebt haben, die ich... Ach, verdammt, Herr Licht, was hat denn das mit Parapol zu tun? Ich bin krank! Das hat es mit Parapol zu tun! Ich verstehe nicht. Tut mir leid. Ihr Mitleid. Können Sie sich sonst wohin schieben? Sie da. Was schauen Sie denn so? Ja, passt schon. Es herrscht Krieg, Herr König. Und Sie stehen jetzt an der Front, mein Guter. Ich frage mich, warum das so ist. Wieso Sie? Wem nutzt es, dass Sie herumschnüffeln? Wem nutzt es, dass es öffentlich wird, was die Behörde macht? Wem nutzt es, dass die Menschheit... ihren Glauben verliert. Wieso sollten die Menschen ihren Glauben verlieren? Kacke, hören Sie mir überhaupt zu? Wer streut hier wem Sand ins Getriebe? Einerseits soll hier wahrscheinlich die Abteilung diskreditiert werden. Vordergründig. Ja, habe ich nicht recht. Hä? Steuergelder für die Geisterjagd. UFOs jagen auf Staatskosten. Ja. Das darf nicht sein. Kenne ich. Ja. Aber es gibt nun mal so viel mehr da draußen. So viel mehr. Und das muss nicht jeder wissen. Parapol trennt die Spreu vom Weizen. Ja, das hat es mit Parapol zu tun. Einer von 100. Ja. Ja. Sie sagen es.
Nur einer von 100 wird hier rauskommen, wenn die erstmal richtig loslegen. Aber ich... als ob wir sonst alle total blöd wären und wir die Schafe zur Schlachtbank. Also wenn Sie nach dem Nutzen vom Parapol fragen, hier ist er. Wo? Was passiert um uns herum? Das darf doch alles nicht sein. Jetzt, wo wir alle so zivilisiert und vernünftig sind. Wie soll man das in Worte fassen? Hä? Immer mehr, mehr, mehr. Aber wo hört das auf? Durch Zauberei. Ach, Blut. Legen die Kräfte an die Kette, von denen wir eben auch dank Parapol schon etwas mehr wissen. Die wussten das aber schon viel früher. Viel früher. Jetzt können wir vielleicht einmal zurückschlagen und dem Satan ins Gesicht spucken. Feuer mit Feuer bekämpfen. Ich mag doch nur leben. Nur ganz normal leben. Ganz normal. Es tut mir leid, aber ich glaube, ich werde jetzt gehen, Herr Licht. Ich glaube, dafür ist es jetzt zu spät. Das glaube ich nicht. Auf Wieder... Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Ich war wütend, als ich vom Biergarten zur Bushaltestelle ging. Eine Wut, wie sie wohl nur die Konfrontation mit einem Wahnsinnigen hervorrufen kann. Ein kranker Mann hatte mich soeben regelrecht mit seiner paranoiden Angst überschüttet. Und ich war unfähig, dem standzuhalten. Wahrscheinlich, weil ich mittlerweile fast so weit war, ihm zu glauben. Montag, der 22. Juni, war beschämend. Hinter mir lag ein Wochenende, das schäbiger nicht hätte enden können. Nach dem Gespräch mit Licht begann ich letztlich auch zu trinken und sollte erst wieder am Sonntag aus meinem Rausch erwachen. Es gab einen Zwischenfall in einem Bordell. Als ich gebeten wurde zu gehen, fiel mir wohl nichts Besseres ein, als Sandberg anzurufen. Ich kann mich nicht mehr sonderlich gut erinnern, doch Sandberg wohl schon, der schon grinsend auf mich wartete. Ah, denken Sie sich nix. Das kommt eben vor. Das ist so. Ist jetzt schon passiert. Die anderen sind unterwegs und denen sage ich schon nichts davon. Ja, trotzdem. Ja, da haben sie schon einen gehörigen Auftritt veranstaltet. Von Geistern, Monstern, Tod und Teufelsschreien. Zeug kaputt hauen. Da können Sie wirklich froh sein, dass die dort in den Buff, was Gespinne der Kundschaft anbelangt, so tolerant sind. Mhm. Und die Rechnung erst, die möchte ich auch nicht sehen. Oh Gott, ja. Scheiße. Naja, ist halt so. Ach ja, der Lichtmax hat mich auch noch angerufen. Das war am Freitag irgendwann, schon richtig spät. Voll wie nur was. Wie immer eigentlich. Jedenfalls sollten Sie echt mal an dem Eindruck arbeiten, den Sie auf Leute machen, denen Sie zum ersten Mal begegnen. Wieso das denn? Ja, begeistert war er wohl nicht von Ihnen. Hat nur ein paar Mal gesagt, dass er hofft, dass er Sie nicht nochmal sehen muss. Und dass, wenn wir uns mal wiedersehen, Sie nicht auch dabei sind. Ja, denken Sie sich nichts. Der hat's halt auch nicht leicht. Ansonsten hat er nur sein übliches, paranoides Zeug abgelassen. Ah. Er wollte halt auch mal wieder feiern mit uns. Er wollte sie mal wieder so richtig krachen lassen. Wie früher. Dabei lässt er sie ja eigentlich eh immer krachen. Ich muss da eigentlich auch ein bisschen aufpassen. Ach so, egal. Wir haben ja noch was zu tun. Fangen wir mal an. Genau. Das ist auch ganz interessant. Da haben wir die Fälle von Tierschindlern aus dem letzten Jahr. Morgens um 6 klingelte mich Grinninger aus dem Schlaf und fragte vorsichtig nach, ob ich noch Interesse hätte, einen weiteren Feldeinsatz zu begleiten. Wenn ja, so sagte er, würden sie mich bald abholen. Entgegen meines inneren Bedürfnisses, einfach aufzulegen, sagte ich zu. Gut, dass wir sie gleich aufsammeln konnten. Wir müssen ein gutes Stück fahren. In den schönen bayerischen Wald. Schnallen Sie sich an.
Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, in einem Waldstück sind starke Schäden verursacht worden. Zwei ovale Brandflecken mit einer Länge von etwa 3 Metern auf einer Breite von einem halben Meter befinden sich im Abstand von etwa 25 Metern auf dem Boden. Auf dem Streifen dazwischen sind sämtliche Bäume auf einer Gesamtfläche von gut 300 Quadratmetern zerstört, ab einer Höhe von ungefähr 3,5 Metern. Der Bauer, dem der Grund gehört, spricht von einem geschätzten Schaden von circa... Ja, dem geht's doch bloß um die Versicherung. Seine deckt jetzt auch Vandalismus ab und weil wir eh gerade da sind, hätte er das eben auch gerne gleich sozusagen offiziell bestätigt bekommen. Warum hat er denn nicht einfach die Polizei gerufen? Hat er eh. Ach so. Und wieso sind wir dann hier? Also wir, ja? Wir sind hier, weil wir schon mal hier waren. Oh. Ja genau, passen Sie auf. Erzähl mal, Matthias. Ja, ein paar Jahre her. Da hat der Sattelbauer ein paar Jugendliche angezeigt, die hier Örchelby ein bisschen zur Welt gefeiert haben. Sie hätten dabei seinen Wald kaputt gemacht und so weiter. Nur war es aber so, dass diese Jugendlichen allesamt eine ganz andere und unglaubliche Geschichte abgeliefert haben. Nämlich, und jetzt schnallen sie sich an, von einem großen, haarigen Monster, das wohl mit einem blitzenden Getöse aus der Erde geschossen kam, hier herumgewütet hat und dann wieder mit einer kleinen Explosion in der Erde versunken ist. Irre, oder? Es soll hier nach Schwefel und verbrannten Haaren gestunken haben. Ja, und das hat es tatsächlich. Deswegen hat der Bauer auch gedacht, die haben hier im Drogenrausch mit Feuerwerk gezündelt. Okay, wegen dem Monster sind sie auch hierher gerufen worden, oder? Naja, hierher gerufen würde ich es jetzt nicht nennen. Aber ja, so ungefähr schon, ja. Es kam dann jedenfalls bei der Befragung der Jugendlichen nichts Neues heraus. Bei 2 von den 6 durften wir sogar mit dem Polygraphen ran. Mit einem Lügendetektor? Ja, mit einem altertümlichen Lügendetektor. So ein Graffel. Interessantes gab es aber allerdings dann vom Bauern selbst. Bei dessen Befragung stellte sich nämlich heraus, dass es bereits früher solche Vorfälle hier gegeben hat. Da waren aber die Tatverdächtigen noch gar nicht auf der Welt. Und das waren auch nur die, von denen der Bauer wusste, weil er dabei war. Einmal als Kind in den 40ern, nach dem Krieg, und einmal irgendwann in den 60ern. Er schob es darauf, dass es ja immer schon narrische Jugendliche gegeben hätte. Oh Mann. Jupp, passt. Puh. Gut. Aber dann wurden hoffentlich die Kids nicht verurteilt. Warum ruft er nun trotzdem wieder die Polizei und sie? Weil er jetzt eine dieser Wildkameras hat. So, Herr Chauffeur, bitte stehen bleiben. Wir sind da, Herr König. Chauffeur? Du spinnst ja. Kannst dich das nächste Mal ganz selber schieben. Oder du gehst gleich zu Fuß, du Simulanto. Tch. Passt schon wieder. Tut mir leid. Danke. Okay? Das sieht ja wirklich wild aus hier. Ja, schau. Die ganzen Bäume muss ich jetzt schon wieder neu anpflanzen. Leck mich. Und es stinkt immer noch nach Schwefel. Vielleicht sollten wir ihm einfach raten, dort eine kleine Kapelle hinzusetzen. Das mit den Bäumen einfach sein zu lassen.
hier ist die Kamera. Der alte Granitschädel wollte nicht mehr herlaufen. Deswegen hat er mir die Schlüssel für das Ding in die Hand gedrückt. Da, jetzt können Sie es selber schauen. Hat er gesagt. Und dass wir uns gefälligst beeilen sollen. Hat er selbst es denn nicht angesehen? Nein, der hat keinen Computer daheim. Und weil er außerdem niemanden, also nicht mal seinem Sohn, vertraut mit seinen Beweismitteln Nummer 1, hat er auf uns gewartet. Oh Mann. Hier ist das Schloss. Ah. Na, dann wollen wir uns doch mal ein schnelles Sneak-Preview am Laptop genehmigen, bevor wir ins Büro zurückfahren. Da ist die SD-Karte. Der Film hatte keinen Ton, aber die Bilder bestätigten letzten Endes die Aussagen der Jugendlichen. Wir mussten einige Zeit suchen, bis wir die wichtigen 10 Sekunden gefunden hatten. Aber dann ein Blitz, der das ganze Bild in ein grünstichiges Weiß tunkte. Dazwischen 3 Sekunden, beziehungsweise nur einige Einzelbilder, in denen wir sehen konnten, wie etwas Großes mit einer langen Schnauze wild um sich biss. Wahrlich eine Monstrosität, bei der es aussah, als hätte sie 4 Arme, die auf 2 Beinen lief, die dicker waren als die Baumstämme daneben. Bedeckt mit langem Fell, außer am Schädel und an einigen kahlen Stellen am Körper. Und die wieder verschwand, ebenso schnell, wie sie erschienen war. Wieder in einem grellen Blitz. Zurück blieb ein Standbild des verwüsteten Waldes. Okay. Stille. Dann wissen wir das jetzt auch. Dann wissen wir das jetzt auch. Aber... Ja, immer wieder. Beeindruckend, ja. Gut, dann fahren wir mal los. Dokumentieren mal alles, was wir hier so bekommen haben. Und ich überlege mir auch noch, wie ich das dem alten Sattelbauer erklären kann. Aber was war das? Was ist denn da passiert? Naja, es gibt solche Orte, da passieren eben solche Sachen. Warum das so ist, dürfen Sie mich nicht fragen. Ich würde mir nicht anmaßen zu behaupten, dafür eine Erklärung zu haben. Früher hätte man an so einem Ort vielleicht eine Kirche gebaut. Sind wir jetzt einfach mal froh, dass hier ein Wald ist und dass hier kein Mehrfamilienhaus steht? Sie wirken müde, Herr König. Ja, das bin ich auch. Tut mir leid. Macht nichts. Bei der Auswertung müssen Sie ja nicht dabei sein. In 3 Stunden sind wir wieder zu Hause. Dann nehmen Sie ein schönes Bad, essen eine Kleinigkeit und gehen schlafen, ja? Ja? Das hört sich nach einem guten Plan an, ja. Scheiße, es ist 2.30 Uhr. Was zum Teufel soll das? Mach sie die Tür auf. Komm her, König! Scheiße. Sandberg, sind Sie das? Ja. Sandberg, was soll das? Es ist 2:30 Uhr morgens. Sind Sie betrunken? Kommen Sie einfach mit. Ziehen Sie sich was an und kommen Sie mit. Runter. Wir waren im Auto. Können Sie mir sagen, was das soll? Das sage ich Ihnen dann schon, verdammt. Jetzt beeilen Sie sich und... Sandberg! Sie haben den gefunden. Den Maximilian. Licht. Er ist tot. So, jetzt beeilen Sie sich. Woher wissen Sie das? Wir haben noch ein paar gute Leute. Wir haben es von einem Freund bei der Feuerwehr erfahren, der früher einmal... Der elendige Idiot. Krachen lassen will das. So. Sollten trotzdem aufpassen. Ist der Herbert noch vor Ort? Matthias, ist der... Was ist mit...
Der Lobby ist auf dem Weg ins Büro und wartet. Hält er doch auch irgendwas mit dieser Baustelle am Laufen. Was war es gleich wieder? Er ist also tot. Was denn wohl der Schmoll mit dem größten Schubbing-Scheißhaus Südens, hä? Hille? Helmut? Wo ist... Matthias, was? Ey, warte. Was? Hallo, was Helmut. Das wird nicht. Hier sind wir und du hast... Servus. Ja, der Herbert hat schon gesagt, dass... Was ist hier passiert? Wo ist er? Vermutlich eine Gasexplosion. Dort. Da drüben. Tut mir leid um euren... Ja. Ja, war ein riesiges Durcheinander hier. Da habt ihr was verpasst. Wie meinst du? Ja, da waren gleichzeitig mit uns Dutzende Krankenwagen da. Und so schwarze Lieferwagen. Mensch, viele. Wir haben keine Zeit gehabt, da irgendwie. Weil, ja, also wirklich merkwürdig. Ich bekam nicht mehr mit, was der Feuerwehrmann zu den anderen sprach. Ich war erschüttert. Unsere Umgebung glich einem Kriegsgebiet oder vielleicht einer Ansicht der Hölle, in der zwischen qualmenden Trümmern kleine und größere Feuer brannten. Vermummte Gestalten umherhuschten, deren Schatten im Blaulicht gespenstische Sprünge machten. Beißender Rauch ließ die Augen tränen. Dann lag da vor uns auf dem Boden eine grausam verkohlte Gestalt. Todeskampf erstarrt. Es war wohl Licht. Beide Hände hielten, umschlossen einen Gegenstand mit schwarzen, verkrampften Fingern. Das ist seine Kamera. Woher wollen Sie das wissen? Er hat mich damit gefilmt, als ich ihn interviewt habe. Schauen Sie doch einfach. Tatsächlich? Wir warten auf die Spurensicherung und dann sehen wir uns das Ding mal genauer an. Sind Sie verrückt? Wollen Sie, dass die Kamera verloren geht? Nehmen Sie sie schnell! König, was? Scheiße, er hat recht. Wir schnappen uns jetzt das Gerät und verschwinden. Wir sollten zu seiner Wohnung fahren. Da sind wir dann... Wir sollen Beweismittel verschwinden lassen? sorry. Wenn ich nicht sogar schon wüsste, dass du betrunken bist, dann würde ich dich testen lassen. Aber ja, wir sollten zu seiner Wohnung, da hast du recht. Verdammt. Das ist doch Irrsinn. Ich war wie paralysiert. In was war ich da hineingeraten? Scheiße nochmal. Warum haben wir die verdammten Funkgeräte nicht mitgenommen, als wir die Kamera ins Büro gebracht haben? Ah, wo liegt die jetzt und... Ah, scheiße. Ah, Mann. Hoffentlich ist Held schon im Büro und sitzt an der Kamera. Sonst hätten wir uns den Umweg sparen können. Ach, bestimmt. Ich habe ihn ja Bescheid gesagt, als wir zum Tatort gefahren sind. Er braucht halt immer ein bisschen länger. Kennst du denn doch? Wahrscheinlich hast du recht. Hoffentlich funktioniert das Ding auch noch. Das ist ein robuster kleiner Scheißer. Wie bitte? Das hat er gesagt. Licht. Die Kamera ist ein robuster kleiner Scheißer, hat er gesagt. Aha. Er hatte schon immer noch diese kleine Drei-Zimmer-Wohnung in der Nähe vom Petulring? Schon. Ja. Ach Mensch. Was hat er da nur angestellt? Da! Da vorne, bei der Litfaßsäule. Da kannst du... Hey, warum bleibst du nicht so stehen? Da kannst du nur wegen weiterfahren. Schau, für mich sieht das ganz so aus, als ob die anderen schon da wären. Ja, aber woher konnten sie das jetzt wissen?
Schau dir das an. 5 Busse. Die da sind vom Bund. Was ist hier los? Jetzt kommen wir hier raus. Sie tragen Computer, Aktenordner. Und jetzt kommt der Rest. Mann, warum sind die jetzt so im Stress? Ja, leck mich. Das sind doch die Sprengstoffjungs. In vollem Montur. Hey, da kommt einer her. Macht euch sofort klein. Ich gehe jetzt mal raus und ihr bleibt da. Und schau, dass du Tobi erreichst. Sicher. Hallo, hey, Kriminalhauptkommissar Grinninger, mein Name. Darf ich fragen, was hier so vor sich geht? Ach, hier, mein Dienstausweis. Grinninger? So, so. Forense? EOI? Wo haben Sie das denn her? Gibt es das Yps-Heft immer noch? Wusste ich gar nicht. Verschwenden Sie. Sie behindern die Arbeit von Bundesbehörden, Herr... Kollege. Ich muss wissen, was hier vor sich geht. Ein ehemaliges Mitglied meiner Abteilung wohnt hier und ich habe gehört... Was haben Sie denn gehört? Wie ist der Name dieser Person? Maximilian Licht. Sie kannten ihn? Tatsächlich? Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Ist schon ein Weilchen her. Ich habe gehört, dass er in Schwierigkeiten steckt, ja. Schwierigkeiten? Da drüben hat er gewohnt. Ja. Dort oben, im 3. Stock war das. Sehen Sie? Da oben, wo... Hat er gewohnt? Wie meinen Sie das? Was sagten Sie? Oh, warum sind da Bombenschärfer? Das ist doch nicht etwa... Ich kann ihn fast nicht mehr hören. Wo geht denn der hin, verdammt? Diese Kennzeichen. Innenministerium. Können Sie mir bitte sagen, hat das was? Etwas mit Max? Was haben Sie? Sie sollten besser stehen bleiben, Herr... Scheiße! Hey. Was macht der denn? Verdammt! Scheiße. Der andere Kerl greift. Ja? Er greift nach seiner Waffe. Ich muss... Er lotst ihn weg vom Auto. Natürlich, natürlich. Warten Sie nur kurz. Was ist das da vorne? Was sind das für... Max war doch kein Terrorist. Das lässt sich zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen, Herr Polizist. Aber Sie kommen jetzt mit mir. Kriminalhauptkommissar, bitte. Selbstverständlich. Wohin? Dorthin? Verdammt. Bleiben Sie stehen, verdammt! Halt ihn verdammt nochmal ein! So. Ah, das war's. Bin drüben. Oh Gott. Schlüssel stecken. Okay. Puh. Scheiße, scheiße, scheiße. Weg hier. Oh, nur vorsichtig. Nur vorsichtig. Licht lassen wir aus. Und auch, da, König. Rufen Sie Tobias Held an und sagen Sie ihm, dass wir auf dem Weg. Dass wir auf dem Weg sind. Ohne Grimminger. Ja, aber... Alles klar. Die achten nicht auf uns. Die achten nicht auf uns. Fuck. Los geht's. Und immer noch sieht uns keiner. Und immer noch... Immer noch und weg hier! Wie lang soll denn das nur dauern? Es müsste jeden Augenblick fertig sein. Es kann doch nicht sein, dass die den Alex mitgenommen haben. Naja. Der hat dort nicht unbedingt professionell gewirkt. Musste eben sein. Und natürlich befragen die ihn, wenn er den Max gekannt hat. Was ich mich eher frage, ist, warum über Funk nichts zu hören ist von diesem Einsatz. Gar nichts, überhaupt nichts. Auf keiner Frequenz. Das waren bestimmt 2 Dutzend Beamte, die dort herumgelaufen sind. Das ist in der Tat sehr komisch. Oh, hier schau, der Computer ist fertig mit der Wiederherstellung der Dateien. Ah, super. Dann lass uns mal sehen. Dann kann es losgehen. Dann kann die Welt mal sehen, was diese... Na toll. Der Turm ist ja nicht... Ja, aber das Bild ist... Von hier. Und, oh. Nein.
Alles verschwommen und verwackelt. Halt! Jetzt ist es scharf. Ah, sieht wie eine Tiefgarage aus. Groß. Oder Baustelle. Teddy, worauf steht er da? Wo geht er da hin? Durch den Schacht dort kann ich direkt... Puh, das wird ungemütlich. Aber naja, für diese... Für die wird es dann auch ungemütlich. Für den Fall der Fälle habe ich hier... Dann kann ich's ordentlich krachen lassen. Aber jetzt erstmal... Was? Scheiße, was war jetzt los? Schwarz, was soll? Ha, also, ich kann da nichts erkennen. Hey, lass das, mach nichts, das läuft noch. Schau, hier, da ist Bewegung. Man kann wieder... Jetzt sieht man wieder was. Oh, Scheiße. Oh. Das ist ein riesiges, verdammtes Ritual. Wie viele sind das? Ich glaube, das ist richtig. Viele. Da. Das sind diese Verdammten. Meine Güte. Meine Güte. Das sind erkennen. Leider, denke ich. Denn was dort zu sehen war... Ich kann es... ...waren die nackten Körper vieler Menschen. Um die herum... ...wandten sich in den Schatten... ...aus den Schatten riesige Arme. Wie Schlangenleiber aus schwarzem Fleisch. Wandten sich in den Schatten. So groß. Scheiße, ich muss... Er versuchte zu fliehen. Die Augen, die ihn von dort unten anstarrten, waren nicht die eines Menschen. Nicht von dieser Welt. Scheiße. Dann... Alex? Gut erkannt, ja. Wirklich. Gut erkannt. Was? Was war denn da los? Jetzt riecht ihr unterwegs. Es ist dafür keine Zeit. Ja, und nehmt das da mit. Ach, nehmt am besten den ganzen Computer mit. Warum? Scheiße. Na gut, dann wollen wir mal. Oh, warte, verdammt, ich muss erst. Warte mal. König, Sie gehen bitte nach Hause. Ich weiß nicht, was. Was hier noch... gehen Sie bitte einfach. Ich melde mich bei Ihnen. Ja, gut. Aber wie soll ich... Nehmen Sie sich ein Taxi. Geld dürfte ja kein Problem sein. Wie? Ja. Nein, ich... Gehen Sie jetzt bitte einfach. Ist gut. Auf Wiedersehen. Ja. Ich habe einen Anruf bekommen. Ich soll nach Den Haag. Noch heute. Auf einmal geht's schnell auch. Wo? Scheiße. So. Was? Kein Akku?
Das kann doch nicht... Oh, Scheiße! Verdammte Scheiße! Ich lief eine ganze Weile durcheinander wie noch nie zuvor in meinem Leben. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen, immer nur ungläubig den Kopf schütteln über das, was ich gesehen hatte oder glaubte gesehen zu haben, wie ein Verrückter. Die Aufnahme, das Ding, die Gesichter, habe ich dort wirklich... Nein, ich musste nach Hause, heim, zur Ruhe kommen, mit Kreuzverbindung aufnehmen und ihm sagen, dass ich wusste nicht was. Taxi. Grüß Gott. Wo soll's denn hingehen? Fahren Sie bitte erstmal einfach los. Wie? Bitte, Richtung Bogenhausen. Na gut, Bogenhausen. Straße? Ja, hören Sie, wie spät ist es? Etwa 8:30. Wo soll ich Sie denn nun rauslassen? Herr König? Woher? Entschuldigung, was für eine Straße, sagen Sie? Arabella Park. Lassen Sie mich am Arabella Park aussteigen. Schön, dann mal ab nach Hause. Zu Hause schloss ich mein Handy an das Ladegerät an und schaltete es wieder ein. Danach fuhr ich den Computer hoch, holte das Diktiergerät aus der Tasche. Unruhig und mit leerem Kopf. Fröstelnd. Scheiße! Was? Verdammte Scheiße! Wieder am Schreibtisch nahm ich das Diktiergerät in die Hand und starrte es einige Zeit an. Mein großer Bruder hatte es mir zu meinem Abschluss als Journalist geschenkt. Er stand auf so altmodischen Kram. Und tatsächlich benutzte ich es gerne. Ja, gerne. Am 12. Juni morgens um 8.30 Uhr bekam ich jenen Anruf, in dem mir das Angebot gemacht wurde, einen speziellen Artikel zu verfassen. Ich sollte mich mittags mit einem führenden Mitarbeiter des Brannert Pressepol zum Essen treffen, um das Angebot zu besprechen. Dieser Mann stellte sich mir als Albin Kreuz vor, Partner von Karl Gustav Friedrichs, dem Mann beim BPP, mit dem ich normalerweise meine Arrangements treffe. Scheiße, Schlammerei. Und deswegen esse ich kein Fleisch. Im Endeffekt können Sie sagen, dass nur einer von 100 Fällen wirklich übernatürlichen Ursprungs ist. Und dann... Was denn? Vieles ändert sich dann. Albin Kreuz. Ja, hallo? Mahlzeit, Herr König. Kreuz, Sie? Genau, Sie können mir bestimmt... ja, was gibt es denn, Herr Kreuz? Ihr Freund, der jüngst verschieden erlicht, hat unseren Zeitplan ein wenig durcheinander geworfen, wenn man es so sagen darf. Haben Sie genug Material, dann schalten Sie bitte in einen höheren Gang und schreiben Sie. Ich benötige zumindest einen vorläufigen Text bis morgen früh. Was ist passiert? Was geht hier vor sich? Nichts Gutes, Herr König. Nichts Gutes. So viel steht fest. Aber denken Sie jetzt nicht so viel darüber nach, sondern tippen Sie. Nein, Herr Kreuz, bei allem Respekt, aber Sie haben nicht die geringste Ahnung, was ich gesehen habe. Ich möchte wissen, was hier vor sich geht. Sie klingen durcheinander, Stefan.
Liefern Sie mir den Text bis morgen früh. Und wir können uns unterhalten. Warum soll Parapol diskreditiert werden? Ich denke nicht, dass wir Zeit zum Plaudern haben. Außerdem scheinen Sie mir doch ein wenig arg überspannt. Schreiben Sie, liefern Sie oder Sie können umschulen. Verstehen Sie mich? Ich werde liefern, oh ja. Aber zuerst werden Sie mir verdammt nochmal erklären, was... Herr König, ich verstehe, dass Sie durcheinander sind. Ja, das ist normal. Mein aufrichtiges Beileid. Aber konzentrieren Sie sich bitte noch einmal und machen Sie Ihre Arbeit fertig. Das hier muss jetzt abgeschlossen werden. Sie verstehen mich? Was meinen Sie? Hey, was meinen Sie? Aufgelegt. Als aber das Handy gleich danach erneut klingelte, wusste ich bereits, was für eine Nachricht ich nun bekommen würde. Mir wurde übel. Hallo, Mama. Ja? Mama, bist du... Der Papa hat's geschafft, das sollte er bloß schnell sagen. Ich... Mama, es tut mir... Ist schon gut, Stefan. Ich hab dich lieb. Mach's gut und pass. Ach, bis bald, hoffentlich. Nun tippe ich und tippe ich und tippe ich. Alles, was ich gesehen und gehört habe, all das Unglaubliche und Unfassbare, das schreibe ich hier nieder. Ich weiß, dass ich nicht wahnsinnig bin, doch bei allem, was ich hier schreibe, schreibe ich hier doch von Sachen, die so... So viel Verlust. Ja, ich war durcheinander. Immer wieder versuche ich den geschriebenen Text, also schon einmal die Vorabversion an Freunde zu verschicken, weil ich es nicht laut genug herausschreien kann. Weil ich... Scheiße! Bis morgen früh möchte er den Text. Bis morgen früh wird ihn hoffentlich jeder haben. Was zur... Hallo? Den Haag. Woher? Ach so. Ja. Hören Sie mir bitte einfach zu. Was? Ein Kollege hat mich bereits am Flughafen abgefangen, um mir zu sagen, dass... Was? Ich kann Sie nicht richtig verstehen. Es wird davon gesprochen. Die sind verdammt schnell. Zur neuen zentralen Geschäftsstelle von Parapol zitiert. Sie, Herr König... Tut mir echt leid, glauben Sie mir... Es gibt Erkenntnisse. Etliche leidende Beamte vor Ort haben bestätigt, dass... Parapol. Herr König, Stefan, passen Sie einfach verdammt gut auf sich auf. Und was auch immer Sie in den nächsten Tagen tun... Ja, aber... Soll ich so sagen. Nun, also, tun Sie das Richtige. Ich muss. Und weg war auch er. Noch eine Frage. Noch eine abgerissene Verbindung. Was geschieht hier? Was geschieht hier mit mir? Was soll ich machen? Wichser! Das Richtige. Warum fühle ich mich so leer, so traurig und voller Angst? Nach 3 Wochen. Ich bin doch eben noch mit Männern unterwegs gewesen, die diesen Irrsinn seit Jahren. Wie schwach bin ich?
Nach 3 Wochen fühle ich mich dem Wahnsinn nah. Dass ich schreiben muss, steht außer Frage. Doch antworten werde ich auf keine Frage können. Ich fühle mich, als stünde ich mit dem Rücken an einem strahlenden Abgrund und halte unzählige Fäden in der Hand, von denen mich ein jeder zu einer Antwort führen könnte. Doch die Fäden verlieren sich in einer rumorenden Finsternis, die so tief ist, dass sie selbst das blendende Leuchten, das hinter mir hervorstrahlt, nicht ergründen kann. Und ich bin zu feige, einfach loszugehen. Was? Ich komme. Marina? Was? Du? Scheiße, wie schaust du denn aus? Was ist mit dir passiert? Ich muss hier. Was musst du hier? Oh, scheiße. Hast du einen Unfall gehabt? Komm her. Nein. Hör Gott, dein Bauch. Dein Bauch ist. Sie wollen, dass ich hier. Komm her. Sie sagen, ich soll hier. Wer? Du sollst was? Scheiße, ich rufe einen Notarzt. Nein, warte. Du musst nicht. Ich soll hier. Was? Du? Ich werde hier sterben. Was? Sie hörten aus der Reihe Bravo. »27. Juni, 3.45 Uhr morgens, Den Haag, Hauptquartier der IOIPP, Büro von Dr. Jalowskaja.« »Nach wie vor keine Spur von dem Herrn Wandersteen. Allerdings hat die Überprüfung seiner Privatanschlüsse einige unserer Vermutungen bezüglich seiner Kontakte erhärtet. Irgendwann musste es ja soweit kommen.« Offensichtlich sind wir wichtig genug. Ja, vermutlich. Aber Theo, immer loyal, pflichtbewusst und der vorbildliche Teamleiter. Und er war ein netter Kerl. Er hat das hier mit aufgebaut. Und es kommen jetzt die ersten Meldungen über diesen jungen Journalisten, über die Agenturen. Hier ist eine. Parapon wird übrigens nirgends erwähnt. Noch nicht. Der arme junge Mann. Das arme Mädchen. Die Aufräumarbeiten scheinen jedenfalls zu laufen. Haben Sie die eingeleitet? Ja, ich habe mir erlaubt, alles Notwendige in die Wege zu leiten, als wir angefangen haben, nach Herrn Wandersteen zu fahnden, Frau Doktor. Das ist gut. Ja, was wissen wir denn alles? Und was wird denn so geschrieben, Trevor? Warten Sie kurz. Todesdrama in München. Ja, das steht also etwas reißerisch, ja. Aber naja, alle werden die Geschichte jetzt so hören. Tja. In einer Wohnung im Münchner Stadtteil Bogenhausen kam es gestern am frühen Abend zu einer grausigen Entdeckung. Es scheint sich um eine klassische Mord-Selbstmord-Tragödie zu handeln.
Die Polizeibeamten waren gestern gegen 17.30 Uhr vor Ort, um den mutmaßlichen Täter in einer anderen Angelegenheit zu befragen. Es bestand laut den Behörden der Verdacht auf Mittäterschaft bei den Explosionen auf einer Großbaustelle im Münchner Norden von vorgestern Nacht. Der verdächtige Stefan K., ein 29 Jahre alter arbeitsloser Journalist, scheint sein Opfer so stark misshandelt zu haben, dass es ihm noch am Tatort verstarb. Danach erhängte sich der Mann. Bei dem Opfer handelt es sich um die 27-jährige Journalistin Marina Seiler. Jüngsten Informationen zufolge wurde bei ihr ein Datenträger gefunden, auf dem zu sehen ist, wie sie von ihrem Mörder vergewaltigt wird. Hören Sie bitte auf. Wir hätten das verhindern müssen. Das hätten wir. Wir hatten keine Informationen zu diesen Geschehnissen, weshalb wir dann waren... Ja, ich weiß es ja. Und außerdem war der Standort Deutschland Süd... Nun ja, sagen wir, er wurde sehr stiefmütterlich behandelt. Ich will das nicht den Kollegen vor Ort in die Schuhe schieben. Ihre Arbeitsumstände waren nun wirklich... Naja, nicht unbedingt optimal. Ich befürchte, diese Vorkommnisse werden diese Umstände nicht unbedingt verbessern. Es gibt gerade... Wie konnte so etwas passieren? Ein Außenstehender. Nein, zwei. Zumindest müssen es seine Eltern nicht mehr miterleben, was da mit ihrem Sohn... Ach so? Ja, beide sind einen Tag zuvor verstorben. Und ich weiß, was sie jetzt vielleicht denken. Ich bin dem natürlich nachgegangen. Der Vater verstarb nach mehreren Jahren im Koma an einer Gehirnverletzung. Und die Mutter hatte wohl wegen dem Tod ihres Mannes... Ach, schon gut, schon gut. Ich sehe mir das morgen an. Natürlich. Was ist nun mit München? Jetzt können wir wohl nicht mehr anders als... Naja... Genau. Wir werden die Einheit deaktivieren. Wir dürfen dort keine Angriffsfläche mehr bieten. Ja, wir schließen den Standort. Auch wenn es mir unendlich leid tut. Nur so können wir diese Beamten schützen. Und uns. Deutschland hat ja immer noch die Einheit Nord. Verstehe, Frau Doktor. Wer hätte gedacht, dass wir uns solche Feinde machen? Ich hielt diese Geheimgesellschaft eigentlich bis vor einigen Tagen für ein Hirngespinst irgendwelcher okkultistischer Verschwörungstheoretiker. Für eine Fantasterei. Wie unser gesamtes Arbeitsfeld, nicht wahr? Dazu kommt jetzt eben zum widerspenstigen Militär und den unkooperativen Regierungen auch noch ein offensichtlich bösartiger Geheimbund. Naja, man wächst ja bekanntlich an seinen Herausforderungen. Gut gegen böse eben, oder? Und wir sind die Guten? Na, ich denke schon. Ich hielt Theo für einen Guten. Der gute Theodor van der Steen. Der Fels in der Brandung. Glaube und Vernunft in einer Person. Kämpfer für unsere Sache. Der gute Theo. Ganz vorne dabei. Unsere Stimme bei denen da oben. Täuschung ist deren Hauptgeschäft. Oder auf jeden Fall eine ihrer Hauptdisziplinen. Jeder täuscht sich. Menschen sind gestorben. So wie es aussieht, hätte es weit schlimmer kommen können. Weit schlimmer. Na, nicht für Herrn König. Oder Frau Seiler. Oder den Kollegen Licht. Der ja, aber letztlich verhindert hat, dass diese Scheusale ihr Ritual an diesem Ort. Licht ist eigentlich ein Held. Also wir hätten das nicht tun können. Wenn wir es denn überhaupt gewusst hätten. Wenn wir die Verbindungen gesehen hätten. Eine unserer hochrangigsten Beamten ist ein Werkzeug des Bösen und unterhält Verbindungen zu einer Schattenmacht, die sich aus Presse, Wirtschaft und Politik rekrutiert. Ich bitte Sie, das ist doch... Müssen wir jetzt paranoid werden? Wie Licht? Wie viele Menschen arbeiten hier? Ungefähr 100, nicht? Und es hat nur einen gebraucht, um eine neue, eine fremde Front aufzureißen. Einer von 100 hat es geschafft, dass wir aussehen wie Idioten. Idioten mit Blut an den Händen. Die Öffentlichkeit wird... Ich rede nicht von der Öffentlichkeit, Trevor. Aber in der Tat müssen wir die gesamte interne Sicherheitsstruktur nachjustieren. Offensichtlich. Aber jetzt
Jetzt muss ich mich noch ein wenig ausruhen. Es ist bereits 4 Uhr morgens und um 7.30 Uhr gibt es die erste Konferenz zu den Vorfällen. Davor sollte ich noch ein wenig schlafen. Sehr wohl. Sie haben recht. Ja. Gute Arbeit, Trevor. Bis später. Danke, Nadia. Bis später. Sie hörten aus der Reihe Parapol einer von 100. Eine Rekonstruktion. Es sprachen Marvin Kopp als Stefan König, Matthias Heil als Alexander Grinninger, Jack Ruhler als Matthias Sandberg, Marcel Ellerbrock als Tobias Held, Matthias Ubert als Albert Thaler, Olaf Rath als Albin Kreuz, Claudio Volino als Maximilian Licht, Marion Koch als Frau König, Dorle Hoffmann als Dr. Jalowskaja, Falk Gündel als Trevor, Sidney Holtackers als Sergio, Saskia Geisler als Marina Seiler, Philipp Bösand als Bundespolizist, Sascha Servadio als Taxifahrer, Anna Zischner als Nachrichtensprecherin, Floria Zahn als Frau Dreher, Ann-Christin Blum als Nachbarin, Gerrit Kock als Feuerwehrmann, Werner Wilkening als Bibliothekar, Manuel Schmidt als der Kurier, Anja Klukas als Sabrina Kralitz, Birgit Arnold als Bedienung, Jasmin Kurz als Milena, sowie Boris Greff, Ansagen und Credits. Weitere Mitwirkende: Michael Nalacek und Florian Schabang. Skript, Regie und Dialogschnitt: Claudio Volino. Schnitt, Regie, Musik: Erik Onder de Linden, also known as Pitched Senses. Lektorat: Marek Schädel. Eine Produktion von Hörspielprojekt.de, der Community für Hörspielmacher, aus dem Jahr 2020.